Moin Moin, herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute ist wieder soweit. Das nächste Rennen bei Hove Sim Racing steht an. Der Sprint Cup geht in eine weitere Runde. Das siebte Rennen, ja, von 10. Also wir bewegen uns so langsam gegen Ende der Season 2 bereits. Also schauen wir mal. In der Meisterschaft ist es noch ziemlich spannend. Vorne auf jeden Fall mindestens mal zwei Fahrer, die dann noch um den Gesamtsieg kämpfen. Haben wir insgesamt drei Klassen. Bronze, Platin und Silber. Da wird natürlich jeweils in der Klasse gekämpft, aber auch gesamt haben wir noch ein sehr, sehr enges Feld. Moin Axel. Ja, wir sind auf Indianapolis unterwegs. Qualifying läuft gerade, ihr seht es im Hintergrund. Heute für Hove-Verhältnisse ein bisschen weniger los, sage ich mal. 27 Fahrzeuge gerade auf der Strecke. Sind da ja doch sonst deutlich über 30, manchmal über 40 Fahrzeuge. Aber heute haben wir doch ein paar mehr Absagen. Soll uns nicht stören. Wir gehen mal auf die Strecke. So, da sind wir. Ja, dann gucken wir mal ein bisschen durch. Qualifying läuft schon. Erste Zeiten haben wir noch nicht. Müsste aber hier gleich soweit sein. Dann kriegen wir hier, ja, die ersten Zeiten rein. Mal gucken, ein bisschen über 1,5 Minuten fahren wir hier ja pro Runde. 1,36,6, 35,9. Jetzt kommen sie alle rein. Wolf Gruber da gerade. Jetzt Lukas Berghold auf die 1 gegangen. 35,9. Aber ist auch noch ein bisschen Zeit hier. Wir gucken mal ein bisschen durch, wer denn so dabei ist. Wir fangen an bei der kleinsten Nummer heute. Das ist Oliver Braun. Der fährt hier den McLaren für HQ TH Sim Racing. Hat noch keine Zeit gesetzt. Ist hier noch in der Box. Also der, ja, lässt sich wohl noch ein bisschen Zeit. Glaubt, der dürfte aber fahren. Dann gucken wir mal weiter. Pierre Brückner haben wir hier. Sharks GT Racing. Der Aston Martin mit der Nummer 4. Erste Runde war schon mal eine Top-10-Platzierung. 1,8 Sekunden allerdings nach ganz vorne. Schauen wir mal, was er noch hier im Laufe der nächsten Viertelstunde auf die Strecke bringt. Dann haben wir hier einen Ferrari. Wenn wir hier Ferraris und Porsche sehen, hier sehen wir noch einen. Dann sind es die alten oder älteren Modelle, sage ich mal. Denn hier ist ein Wechsel auf die neuen Modelle nicht vorgesehen. Daher hier nochmal die etwas älteren Autos jetzt im Moment. Lukas Berghold auf der 1, 35,9 sehen wir. Wolf Gruber haben wir gerade im Bild. Hier der Ferrari von Austrian Motorsports. Nur eine Hundertstel gerade hinterher. Mario Eldery haben wir dann hier. Er fährt auch den Aston Martin. Aktuell auf der 18. Daniel Arning ebenfalls dabei für Motorsport. Fährt ebenfalls den Ferrari, der hier auf jeden Fall vor dem Patch noch ziemlich gut ging hier auf der Strecke. Weiß jetzt gar nicht, wie das nach dem Patch ist. Aber ich denke mal, jo, sollte immer noch gut gehen. Das war Fahrerflucht. Allein der Lack hat mich 50.000 gekostet, du Affe. Remo Kipfer sehen wir als nächstes, der Schweizer Panther GT Racing. Auch eine sehr schöne Livery. Fährt hier den BMW M4, aktuell auf der 6. Nick Lehfeld müsste dann ein Lamborghini sein für Freibeuter Racing. Ist er unterwegs, hat die 15, hier aktuell 14. Chris Heyer, HyperX Racing Luxemburg 2, sehen wir hier im Honda. Ja, auch das Fahrzeug wird noch gefahren. Aber klar, hier die Saison weit, weit vor dem Patch gestartet. Daher sehen wir hier noch relativ viele Marken. Dann haben wir Stefan Mons, der erste Verfolger von Lukas Berghold hier auf der 3. Also er und Lukas Berghold sind die beiden, die für die Gesamtwertung auf jeden Fall noch, oder für den Gesamtsieg vielmehr in der Gesamtwertung in Frage kommen. Alle anderen, ja, mal schauen, da muss ein bisschen was passieren. Aber auf die Gesamtwertung schauen wir dann nachher mal. Also Stefan Mons wird hier alles dran setzen, Lukas Berghold. Ja, das Leben irgendwie schwer zu machen. Aktuell hängt er aber fast eine halbe Sekunde hinterher. Dann haben wir Falk Moritz, der ist für den Lieferservice Kiel unterwegs. Hier der BMW mit der 46. Daniel Andersen haben wir dann hier für BB Racing im BMW M4 auf der 4. Also auch wieder gut mit dabei. Danny Anwand, der fährt ebenfalls im BMW für Panther GT Racing mit der 52. Ja, 0,7 hat er schon wieder im Delta. Hier geht es jetzt in die letzte Kurvenkombination rein und dann auf die Stadtzielgerade hier. Ja, links rum und dann rechts Vollgas geht's auf die Stadtzielgerade. Gucken wir mal, ob die 0,7 Sekunden stimmen. Da würde er nochmal ein bisschen was gut machen auf jeden Fall. Gucken wir mal, wo es genau hingeht. 0,6 dürfte dann so Position 14 werden, also drei Positionsgewinne. So kommt es auch ganz, ganz knapp hier hinter Matthias Weggel auf der 13, 300stel nur. Roman Wagner für Team Oggi Oberfranken-Coburg. Sehen wir im grünen Aston Martin. Kommt ja auch gerade so, ja, aus der letzten, nee, nicht verwechsel das einmal, ist nicht die letzte Kurve, aber hier auch die letzten Kurvenkombination. Dann geht es gleich in die letzte Kurve rein. Auf der 23 auch eher 0,6 Sekunden. Schauen wir mal hier. Da würde es auch ein gutes Stück nach vorne gehen. In die Top 20. Da würde sich irgendwo auch Platz 16, Platz 17 wiederfinden. Da gucken wir doch mal. Ein paar Sekunden noch. Dann wissen wir es auf jeden Fall. Halbe Sekunde bringt er nochmal mit.
und damit auf der 18 gelandet. Detlef Kep für Hovesim Racing unterwegs im Honda mit der 67. Im Moment in den Top 10. Diese Runde leider gerade ungültig, also da kriegen wir jetzt gerade keine Zeit. Dann haben wir nochmal Alex Langhorst, ebenfalls für den Lieferservice Kiel am Start. Auch ein sehr, sehr schöner Honda, den wir hier sehen. Der ist aber in der letzten Kurve jetzt hier auf der Geraden. Bringt 0,3 mit, damit wird es einen Tick nach vorne gehen auf die 20. Daniel Pai im BMW M4 für Suicide Crew hier in Lila gehalten. Das Fahrzeug schauen wir mal gerade jetzt in auch die letzte Kurvenkombination. Zufälligerweise auch eine halbe Sekunde dabei. Auch er wird sich gleich nochmal verbessern können. Dann haben wir noch Matthias Weggel, der Hovesim Racing Pilot mit der 76. Auch in den Top 10 gerade unterwegs, wie sein Teamkollege eben zumindest noch. Der ist gerade ein bisschen rausgerutscht. Er bringt nochmal eine Zehntel vielleicht mit. Gerade hier auf der Gegengraden sozusagen unterwegs, die sehr, sehr breit ist, wie wir sehen. Und da hinten rutscht gleich mal einer weg. Wir sehen, es ist breit, aber man kann trotzdem mal zu weit rauskommen. Und da ja, verliert man gerne mal das Auto. Hier in der Kurve werden wir sicherlich noch das eine oder andere Überholmanöver heute sehen. Und je nachdem, wie man da rauskommt. Wir gehen aber erstmal weiter durch die Autos. Dann kommen wir zur 85. Thomas Scheffert ist das Soapbox Racing auf der 21 im AMG. Auch hier leider die Runde bereits ungültig. Dann haben wir den zweiten Freibeuter Racing Lambo. Michael Haaf sitzt da drin. Wird hier gerade auf der 19. Jason Götz, das ist das 97er Fahrzeug. Ein Lexus, auch nicht mehr so oft gefahren. Für Fuchs Racing fährt er, das ist sein Team, auf der 14. Eine Zehntel im Delta. Ja, und die könnte nochmal wichtig werden. Da sehen wir es 11, 12, 13 relativ dicht hintereinander. Also eine Zehntel kann ihn da vielleicht nochmal in die Top 10 reinspülen. Mal sehen vorne die Abstände. Gucken wir gleich mal, scheinen na, relativ groß zu sein nach ganz vorne. Gucken wir gleich mal, wie gesagt. Marosana fehlt uns noch. HQTH Sim Racing hier auf der 18 im BMW. Patrick Schröter, das dritte Fahrzeug von Hovesim Racing. Bisschen anders lackiert hier. Aber ist ein Honda auf der fünften Position. Lukas Bergholt immer noch auf der 1, wie wir sehen, 35,6 gefahren. Damit ja immer noch so 4 Zehntel fast Vorsprung vor Position 2. Also gute Chancen heute, ja, das 7. Mal in Folge aufs Podium zu fahren. Einziger Pilot, der immer auf dem Podium war bis jetzt. Dann haben wir Sandro Conradi für Wippermann Racing, die 333. Ja, noch keine richtige Zeit gesetzt. Auch diese Runde wird es leider keine Zeit geben. Dann sehen wir gerade die Boxenausfahrt mit Lukas Bergholt, der Gesamtführende auf der, ja, jetzt auch immer noch ersten Position, wie wir ja schon gesehen haben. Ja, guck nochmal, dass er ein bisschen was rausholt. Aber sieht gerade nicht direkt danach aus, als wenn ihn da einer das Wasser reichen könnte im Moment. Zumindest keiner auf einer Verbesserung oder auf einer gültigen Runde unterwegs. Aber wer weiß, vielleicht kommt da ja nochmal gegen Ende des Qualifyings ein bisschen was. Edda Guerra, der Luxemburger für HyperX Racing Luxemburg 2, ist hier im Audi unterwegs mit der 555, Position 16. Die wird er jetzt aber verlassen. Da geht es jetzt auf die 10. Position. 6 Positionen hat er da mal noch gut machen können. Also, wenn er da noch ein bisschen mehr rausholt, dann geht es hier auf jeden Fall in die Top 10 rein. Bis Position 3 sind es 7 Zehntel immerhin. Also ist noch ein gutes Stück. Aber ich denke mal, hier wird er heute auch gute Chance haben, ein paar Punkte zu holen. Dann haben wir einen Honda hier in der Boxengasse gerade fahrend. Wolfgang Busch ist das mit der 568, Platz 23. Und dann fehlt uns noch René Moldenhauer für RM Motorsport. Hinter ihm direkt der Teamkollege hier auf der 12. Position. Ja, schauen wir mal, ob er auch nochmal in die Top 10 reinkommt. Also 27 Fahrzeuge heute, etwas weniger, als wir das sonst hier so gewohnt sind in der Serie. Könnte ein bisschen an der Strecke liegen. Jetzt nicht die allseits beliebte Strecke, sage ich mal. Vielleicht liegt es auch etwas noch am Update, dass man sich dran gewöhnen muss, weil man hier ja auch nicht auf die neuen Autos wechseln kann. Muss man noch ein bisschen mit den Setups vielleicht spielen, sich mit dem ja, alten, gewohnten Auto, sage ich mal, an die neue Physik gewöhnen, an die neuen Reifen und so weiter. Also heute nicht ganz so viel dabei. Aber ich denke mal, nächstes Mal wird wieder ein bisschen mehr los sein. Ich guck mal, was haben wir noch. Ultenpark wäre dann die nächste Station. Paul Ricard das vorletzte Rennen. Und dann haben wir noch Suzuka als Finale. Also ich denke, da wird es auf jeden Fall nochmal voll werden. Noch eine relativ beliebte Strecke. Und dann ja, ist die Season 2 im Sprint Cup auch schon wieder passé. Also in ja, 2 Monaten ungefähr müsste der letzte Termin dann sein. Und dann haben wir das auch hinter uns gebracht. Und ja, wie gesagt, wir gucken uns nachher mal die Gesamtwertung an. Offenbar läuft es ja gerade, zumindest was die Gesamtwertung angeht, auf 2 Fahrer hinaus. Schauen wir mal, was dann dahinter in den Top 10 und im Mittelfeld vielleicht noch geht. Da ist es ja erfahrungsgemäß noch ein bisschen enger. So, Wolf Gruber könnte aber noch mal ein bisschen rankommen. Wir sehen gerade hier auf der Gegengraden ordentlich Verkehr. Jeder guckt da, dass er da Platz findet. Wolf Gruber, ja, bisschen jetzt verloren hier. Ich denke mal nicht, dass er da groß aufgehalten wurde. Jetzt geht es hier ja in diese ganzen rechtwinkligen Kurven rein.
Die Curbs hier nicht sonderlich hoch, also da kann man sehr viel mitnehmen. Auch hier in der Rechtskurve kann man schön über den Asphalt brettern und schön rausbeschleunigen. Und dann geht es hier auf eine relativ markante Kurve zu, würde ich sagen. Da sehen wir gerne mal, ja, dass man sich da verbremst, dass man da doch mal reinhält. Hier nämlich, da biegt man nämlich vom Oval quasi einmal nochmal rechts ab hier. Hier die Styroporteile, die wir gesehen haben. Ups, die bleiben da meistens nicht stehen, weil sich doch mal einer vertut und dann geradeaus geht. Ja, und dann kann man sich hier wunderbar positionieren und hier im Windschatten womöglich, ja, sich ranhängen und dann hier angreifen auf der Stadtzielgeraden. Auch erste Kurve ist sehr, sehr eng. Das wird am Start besonders interessant sein, ob da alles gut geht nachher. So, Wolf Gruber konnte sich leider nicht verbessern, wie wir gesehen haben. Gab auch ein kleines Missverständnis. Da wollte der Honda da oben, müsste Schröter gewesen sein, glaube ich, ihn vorbeilassen. Aber gab es eine kleine Kollision. Also die Runde konnte er sich leider nicht verbessern. So, Lukas Berghold hat auch noch mal ein paar Hundertstel gefunden, laut Delta zumindest. Also da ist noch ein bisschen Potenzial vorhanden. Aber aktuell, ja, keiner, wir sehen es immer noch, der ihm da wirklich gefährlich wird. Dahinter keiner, der da 2/3 Zehntel wirklich im Delta hat, der ihm da die Pole Position streitig machen könnte. Wir gehen mal nach hinten. Oliver Braun auf der 25. Hier ist der McLaren, den wir vorhin noch in der Box gesehen haben. Für HQTH Sim Racing unterwegs, die Nummer 3. Da schaue ich mal kurz, wo der in der Gesamtwertung ist. Das ist immer ganz gut zu wissen. Fährt in der Bronzewertung übrigens. Also wie gesagt, wir haben ja 3 Klassen nochmal. Insgesamt ist er 33. Schau mal, in der Bronzeklasse ist er 3. Also ganz gut dabei. Hat nochmal, was sind das? 17... Punkte Rückstand auf die erste Position in seiner Klasse. Der Brück dann nämlich der Führende. Aber in der Bronzeklasse teilen sie sich auf jeden Fall mal ordentlich auf, was die ersten Positionen angeht. Wir haben 6 Rennen und tatsächlich 6 verschiedene Sieger bei den Bronzefahrern. Also da ist es doch ganz gut verteilt. Mal kurz bei den Silberfahrern. Ja, verteilt sich auch relativ. Da haben wir innerhalb der 6 ersten Läufe 5 Sieger. Und bei den Goldfahrern, ja, da haben wir 3 Sieger tatsächlich. Nur Lukas Berghold, Stefan Mons wechseln sich da fast immer ab. Nur Daniel Andersen, der hier insgesamt auf der 6 ist, der hat sich auch schon mal einen Sieg holen können. Das war auf dem Hungaroring das vorletzte Rennen. Also, ja, vor allem in den etwas, oder in den unteren Klassen, sage ich mal, ist es ein bisschen gut oder besser verteilt, bisschen, ja, enger, spannender, sage ich mal, hier bei den schnellsten Fahrern sozusagen. Da hat sich schon gut rauskristallisiert, wer da um die Gesamtwertung kämpft. So, Oliver Braun jetzt hier auf der 25 weiterhin. Auch die Runde jetzt nicht wirklich besser. Guck mal kurz vorne. Stefan Mons, sehr, sehr interessant. 0,2 Sekunden. Ja, da wird er nochmal rankommen am Berghold, der aber gerade auf keiner Runde ist. Aber würde nur, in Anführungsstrichen, für Position 2 reichen. Aber bin mal gespannt, ob Wolf Gruber sich da vorne jetzt einmischen kann. Ja, wo ist er denn hier gerade in der Box? Da muss ich auch mal gerade nachschauen. Wo der sich in der Gesamtwertung befindet. Auf der 4. Position bei den Bronzefahrern. Aber fährt hier, ja, ganz vorne mit. Sehr, sehr interessant. Also mal schauen, ob er da, ja, mitmischt oder ob er vielleicht auch da den einen oder anderen vorbeilässt, wenn es nicht dieselbe Klasse ist. Macht nicht dann unbedingt Sinn, dagegen zu kämpfen. Aber ist nicht verboten, natürlich. Aber könnte dann heute gut Punkte nochmal holen und dann in seiner Klasse ein bisschen was an Punkten gut machen. So, dann haben wir noch Daniel Andersen, den sehen wir hier auf der 4. Der ist auf der 4 unterwegs, auch wieder in den letzten Kurven. 0,3 hat er eben noch im Delta gehabt, 0,2 gerade noch übrig geblieben nach der Kurve, 0,1. Also da ist noch ein bisschen was, vielleicht kommt er jetzt noch mal ein bisschen besser raus, dann könnte er Stefan Mons noch mal verdrängen. Da fehlen ja noch wenigste Hundertstel nur. Hier schön Schwung rausnehmen und dann geht's aufs Gas. 0,2 bringt er mit. Das müsste also Position 3 erstmal sein. Ne, 2 sogar. Wolf Gruber hat er auch nochmal gerade so hinter sich bringen können mit 1/2 Zehntel. Sehr, sehr interessant. Kann mal kurz die Kanaman einblenden. Da sehen wir nämlich, ist auf jeden Fall ein Goldfahrer. Ne, Wolf Gruber auch ein Goldfahrer. Wurde er hochgestuft womöglich? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ah ne, ich habe mich verguckt, sorry. Wolfgang Busch habe ich gesehen. Nee, Wolf Gruber, der ist aber trotzdem ganz frisch dabei. Der ist letztes Rennen nicht gestartet. Davor ist er gar nicht mitgefahren, also müsste relativ frisch dabei sein. Also ist auch ein Goldfahrer, deswegen auch da vorne unterwegs. Aber Pierre Brückner, der Bronzefahrer auf der 7 hier, der ist sehr, sehr gut dabei. Seine nächsten Klassenkameraden erst auf der 18 wieder. Hat er viele Autos zwischen sich und seinen direkten Gegnern. Also da, ja, erstmal relativ safe. Sonst sehen wir da Silber- und Goldfahrer halbwegs gemischt da in den Top 17. Ganz vorne aber Gold unterwegs. So, wie viel haben wir noch? 2 Minuten und ein bisschen. Wir gucken mal vorne Stefan Mons. Ah, der ist ja inzwischen ein bisschen zurückgefallen, haben wir gesehen.
Mal sehen. Eine Zehntel hat er gerade noch im Delta gehabt. Blende ich euch mal wieder ein. So. Wird eine leichte Verbesserung geben, wenn überhaupt. Aber wird keine Positionsverbesserung geben. Schauen wir mal. Na, paar Hundertstel, paar Tausendstel hat er nochmal gefunden. Also der, ja, hat es nicht einfach, sage ich mal. Wenn Lukas Berghold da vorne wirklich deutlich schneller ist und da noch zwei Autos zwischen sind, dann wird er da weitere Punkte verlieren in der Gesamtwertung. So, wen haben wir noch? Jason Götz haben wir für Fuchs Racing. Fährt hier im Lexus. Ja, da ist auch noch ein bisschen was im Potenzial. Ja, da die Rechtskurve aufpassen, nicht zu viel mitnehmen. Da ist so ein kleines Schlagloch. Lock, da haben wir schon oft gesehen in der Vergangenheit, dass man sich da gerne mal wegdreht. Hier sieht es aber ganz gut aus. Hier schön links halten, um die Kurve zu öffnen. Und dann geht es hier auf diese Gerade. Ja, eine relativ rutschige Strecke, wie ich finde. Also gibt doch Strecken, wo man deutlich mehr Grip hat. Also selbst hier auf die Gerade raus, wo es sehr breit ist, hat man das Gefühl, man rutscht irgendwie doch noch raus. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, ob da alle gut klarkommen hier mit den Streckenbedingungen auch nach dem Update. Ich persönlich bin hier jetzt noch nicht gefahren nach dem Update. Weiß also nicht, ob das jetzt immer noch so ist, aber ich denke mal, Charakteristik wird sich nicht allzu sehr geändert haben von der Strecke unbedingt. Ja, Wetter sieht auch noch gut aus. 31 Grad Strecke, 24 Grad Lufttemperatur. Scheint auch gerade sich nicht groß zu ändern. Gucken wir da gleich mal am Rennen. Ich weiß gar nicht, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist. Aber sieht gerade doch relativ trocken aus. So, halbe Sekunde hat er jetzt nochmal. Hier der Jason. Ja, jetzt kann er nicht mehr viel falsch machen. Jetzt geht es nur noch Vollgas raus auf die Gerade. Also da wird er sich auf die fünfte Position womöglich verbessern. Gucken wir mal. Dann hat er sich da auch vorne, ja, mit reingesetzt da in die Führungsgruppe sozusagen. Da sehen wir ab Position 2. Ist es ja auch relativ eng. Ein, zwei Zehntel, wenn mal überhaupt. So, eine Runde kann er noch setzen, wenn er möchte. Eingang hier der ersten ein, zwei Kurven. Mal sehen, ja, wie viel Überholmanöver wir da sehen oder zumindest Überholversuche. Dann haben wir noch den Lamborghini, eine Zehntel. Ja, da könnte es vielleicht nochmal Richtung Top 20 gehen. Wolfgang Busch dahinter auf der 22, den ich da eben verwechselt hatte. Ja, der könnte auch nochmal hinterherziehen. Dahinter gerade kaum einer mit einer Verbesserung unterwegs. Ganz vorne Christopher Wolfgruber nochmal mit einer Zehntel. Aber sonst schon, ja, viele, viele hier ihr Potenzial weitestgehend ausgeschöpft fürs Qualifying. Letzten Sekunden, die laufen gerade runter. 10 Sekunden haben wir noch. Also da geht's jetzt auf die letzten Runden. Hier mal gucken, die 76 noch auf der Startziel. Mal gucken, ob sie noch schafft, da über die Linie zu gehen. 2, 1, müsste noch reichen. Mal gucken, ob Matthias Wegger nochmal eine Runde setzt. Alles dahinter ist dann gleich die Zieleinfahrt für die fürs Qualifying hier. So, Arf ist der Nächste, der nochmal rüberkommt mit 2 Zehnteln. Geht nochmal auf die 17. Position. Mal gucken, wer kommt da als Nächstes noch. Das ist Wolfgruber, der bringt auch nochmal 2 Zehntel mit. Also könnte da Daniel Andersen nochmal von der 2. Position stoßen. Jawohl, die haben nochmal getauscht. Wer kommt dann noch? Arning, ja, plus 0,1 Sekunde. Na, vielleicht schafft er nochmal zumindest Patrick Schröter hinter sich zu bringen. Da fehlt ja nicht mal eine Zehntel. Vielleicht kann er hier aus der letzten Kurve nochmal raus was holen. Aber da sehen wir rotes Delta. Das wird keine Verbesserung geben. Götz dahinter auf einer ungültigen Runde. Als Nächstes kommt noch Stefan Mons in die Box jetzt allerdings. Dann haben wir einen Moldenhauer, der ist soweit durch. Wen hätten wir noch? Anwand ist soweit durch. Geb ist durch. Na, ich glaube, da kommt nicht mehr so viel. Helder Guerra vielleicht nochmal. Anje Pai auf der 21 auch nochmal 2 Zehntel. So, Guerra holt nochmal eine Zehntel raus. Oh, geht nochmal auf die 10. Position. Hat sich also nochmal gelohnt, die letzte Runde. So, Daniel Pai und Busch. Busch müsste als Erstes über die Linie kommen. Na, zeigt gleich hier mit Pai, den er erstmal hinter sich bringen kann. Der hat aber selber nochmal was im Koffer. Wir sehen es hier. Also da wird er sich den Zahner womöglich nochmal holen. Mal gucken, ob er Wolfgang Busch auch noch überholen kann. Leicht wieder verloren. Nee, doch wieder gewonnen. Also eine Zehntel, das müsste nochmal 2 Positionen nach vorne gehen. Nee, sogar noch mehr. 4 Stück waren es sogar auf die 17. Also da sehen wir, wie eng das da ist, ab Position 17 zumindest. Ja, zwischen 16 und 17 sind es dann doch 3 Zehntel. Also da haben wir doch eine kleine Lücke jetzt im Qualifying. Aber im Rennen, ja, erstmal alle relativ dicht hintereinander. Schauen wir mal, wie es wird. Sind auf jeden Fall alle durch. Vorne haben wir jetzt die 35,6 gesehen von Lukas Berghold. Ja, die ersten drei nur mit 35er Zeiten. Dann haben wir 36, 37er Zeiten. Hinten teilweise noch einen Tick langsamer. Falk Moritz hier. Ich glaube, der durfte nicht rausfahren heute. Auf jeden Fall keine Zeit gesetzt. Sandro Conradi 1,52. Ja, weiß ich nicht. Das ist auch keine Bombenzeit, 17 Sekunden langsamer. Ich denke, da geht noch ein bisschen was. Oliver Braun hinten, 1,39. Ja, aber Mittelfeld sieht doch sehr, sehr eng aus. Jetzt warten wir kurz auf die Startausstellung. Dann gucken wir nochmal auf die Gesamtwertung drauf.
Und dann ja, geht's auch ins Rennen schon. Eine Stunde steht auf dem Plan. Einmal muss man auch in die Box fahren. Reifenwechsel ist hier Pflicht. Also da ja, wird man wahrscheinlich dann entsprechend tanken. Steht ja ohnehin 30 Sekunden. So, zack. So, oh, ich wusste gar nicht, dass wir bei Nacht fahren. Dann sollte ich mal kurz an der Grafik rumschrauben. Was hatte ich denn gemacht immer? Ich glaube, Belichtung habe ich hochgemacht. Dann sehen wir ein bisschen mehr. So, mach mal so. Na, sieht schon ein bisschen besser aus. Wenn die gleich Lichter anhaben, dann sehen wir noch ein bisschen mehr. Und dann, ja, geht's gleich los. Wir schauen noch mal kurz auf die Gesamtwertung. Und dann gehen wir in die Startausstellung rein. So, Sprintwertung haben wir da. Also 6 Rennen sind wir gefahren. Wie gesagt, gehen so langsam Richtung Ende. Das hier ist die Gesamtwertung, also alle 3 Klassen gemischt. Und da sehen wir, ja, Lukas Berghold und Stefan Mons sind so die beiden, die hier für die, ja, Gesamtwertung auf jeden Fall in Frage kommen. Die beiden trennen gerade mal 9 Punkte, weil die wirklich fast immer auf dem Podium sind. Auch Stefan Mons nur einmal in Donnington im zweiten Rennen P9, sonst immer auf dem Podium. Genauso wie Lukas Berghold, der hier ja sehr, sehr konstant vorne immer mitfährt. Gesaya haben wir hier auf der 3. Dann auf der 4 Daniel Arning, das ist der Führende der Silberklasse. Also der, ja, könnte seine Klasse gewinnen. Dann gucke ich mal weiter. Pierre Brückner müsste hier auf der 15 sein mit 68 Punkten insgesamt. Das ist der Führende der Bronzeklasse. Also der, ja, kämpft da wie gesagt nicht um die Gesamtwertung, aber um die Klasse. Ja, da sehen wir die ersten 30 Fahrer. Ein paar mehr sind es dann doch schon, die hier mitgefahren sind. 56, wenn ich das hier richtig sehe, die schon mal irgendwie hier beteiligt waren. Aber natürlich wie immer, ja, nicht alle, die immer mitfahren. Ist immer so ein harter Kern, sage ich mal. Und wenn du regelmäßig mitfährst, dann kannst du hier auch, ja, gut punkten und entsprechend hier vorne landen. Wir sehen es hier, ja, wie eng das hier zum Teil ist. 10 und 11 hier punktgleich zum Beispiel. Da 4, 5, 6, 7, auch alles super, super eng. Also direkt hinter dem Podium. Da kann sich noch einiges tun. Chris Heyer, ja, der hat so ein bisschen Luft nach vorne, nach hinten. Der hat da jetzt nicht ganz so den Druck. Aber klar wird er alles versuchen, vielleicht doch nochmal ranzukommen an die ersten beiden. Wenn da mal einer ausfällt, dann hat er da vielleicht nochmal eine kleine Chance, auch wieder ranzukommen. So, 2 Minuten 45 haben wir noch. Gleich geht es in die Startausstellung rein. Und dann haben wir noch eine Einführungsrunde. Also kein Stress. Ich werde nochmal einen Schluck trinken. Und dann sehen wir uns sofort wieder. Dieser Livestream wird euch präsentiert von Soapbox, eurer Waschstraße zweimal in St. Augustin. www.soapbox-augustin.de. So, dann gehen wir mal durch. Also Lukas Berghold für Racing Quest unterwegs. Der hat inzwischen aber auch für Rennwelten startet hier von der Position Nummer 1. Dann haben wir hier den nächsten Ferrari, Christopher Wolfgruber. Also wie gesagt, relativ frisch dabei, aber hier auch ein sehr, sehr starker Fahrer, zumindest ja hier im Qualifying. Schauen wir mal, wie es im Rennen wird gleich. Dann haben wir dahinter Daniel Andersen im BMW M4 für BB Racing unterwegs. Hat auch gleich erstmal, ja, zumindest für den Eingang der Kurve die Innenseite. Stefan Mons, der, ja, leider 2 Autos zwischen sich und Berghold. Schauen wir mal, was der Porsche-Pilot hier macht. Einer der, ja, wenigen Porsche hier auf der Strecke heute dabei auf der 4. Jason Götz, der einzige Lexus für Fuchs Racing am Start, hat sich Position 5 geholt. Patrick Schröter auf der 6. Position, der bestplatzierte Honda, Hobel Sim Racing, 292. Dann für RL Motorsport am Steuer Daniel Arning. Der 3. Ferrari hier im Bunde. Dahinter kommen, glaube ich, auch nicht mehr so viele. Haben wir hier auch Position Nummer 7. Dann haben wir Pierre Brückner im Aston Martin. Sharks GT Racing startet von Position Nummer 8. Die Livery passt ganz gut hier zur Nacht, würde ich sagen. Schöne Sterne. Dann haben wir Remo Kipfer aus der Schweiz. Panther GT Racing auf der Position Nummer 9. Helder Guerra, der Luxemburger. Für HyperX Luxemburg 2 ist er unterwegs auf der 10. Position. Matthias Weggel für Hobel Sim Racing auf Position Nummer 11, der zweitbestplatzierte Audi. Dahinter sehen wir noch den Teamkollegen im Honda. Aber dazwischen haben wir noch Chris Heyer. Ja, der war ja, oder ist ja 3. in der Gesamtwertung, ist jetzt richtig im Kopf hatte. Der könnte heute ein bisschen Boden verlieren auf die ersten beiden Positionen. Mal schauen, was er noch so ausrichten kann. Dann haben wir Detlef Keep, Hobel Sim Racing auf der 13. Auf der 14. Position René Moldenhauer. Der ist hier ja auch im Aston unterwegs mit der 868 für RM Motorsport.
Dann der nächste BMW vom Panther GT Racing. Danny Anwand wird der 52, macht sich jetzt auch bereit. Genauso wie Nick Kleefeld für Freibeuter Racing Team, auch direkt vor seinem Teamkollegen. Und dazwischen haben wir den Suicide Crew Piloten Daniel Pei im BMW M4. Michael H. Freibeuter Racing auf der 18. Mario Elderly haben wir dann im Aston Martin auf Position Nummer 19. Macht sich so langsam auch bereit. Vorne müsste es jetzt gleich losgehen in die Einführungsrunde. Auf der 20 haben wir derweil noch Thomas Geffert. Für Soapbox Racing ist er am Start im AMG. Heute, glaube ich, sogar der einzige AMG. Wolfgang Busch startet im Honda. Für Gentleman Driver am Start ist hier ein Bronzefahrer. Dahinter ebenfalls Haku Tehasim Racing, ein Bronzefahrer im BMW M4, Mario Sana. So, Roman Wagner haben wir hier, wird auch schon ganz fleißig angefeuert. Der fährt hier den Aston Martin für Team Ori Oberfranken Coburg, ein Silberfahrer. Dahinter der direkte Gegner im Honda, Alex Langhorst für Lieferservice Kiel. Auf der 25 startet Oliver Braun, Haku Tehasim Racing. Sandro Conradi im BMW mit der 333, Wippermann Racing auf der 26 und Falk Moritz ohne Zeit hier auf der letzten 27. Position mit der 46. Bin mal gespannt, was er hier noch so holen kann. Ist ein Silberfahrer, also jetzt nicht ganz so langsam. Der sollte sich da normalerweise den einen oder anderen Piloten nochmal holen können. Hat eine Stunde gleich Zeit hier, sich nach vorne zu arbeiten. Schauen wir mal. Ja, wenn nicht so viele mitfahren, hat man natürlich gute Chancen hier an Punkte zu kommen. Werden jetzt nicht so viele sein, die heute keine Punkte holen. Also eine sehr, sehr gute Möglichkeit, da vielleicht in der Gesamtwertung nochmal was gegen den einen oder anderen Gegner rauszuholen. So, also, Einführungsrunde läuft. Wetter sieht erstmal gut aus. Wir starten hier in der Nacht. Ich hoffe, ist alles gut erkennbar. Ich denke mal schon. Und dann, 18 Grad haben wir nur. Relativ kühl. Gucken wir mal, was die Zeiten dann so sagen. Olo, danke für den Follow übrigens. Ja, wie so oft, Lukas Bergholz sind kein Fehler erlaubt. Direkter Gegner ist 3 Positionen dahinter. Das heißt, die ersten Kurven, die ersten Runden, wenn er die gut übersteht, dann kann er da vielleicht wegfahren, mal gucken. Im Qualifying hatte er ja so 3 Zehntel, glaube ich, Vorsprung waren es. Mal sehen, ob das in der Rennpace sich widerspiegelt. Und mit dem neuen Reifenmodell, die brechen vielleicht doch schon mal eher ein, wenn man da nicht so gut mit umgehen kann. Also bin ich mal gespannt. Aber ich denke mal, die allermeisten werden nach einer halben Stunde reinkommen. Reifen wechseln ist ja sowieso Pflicht. Von daher wird da keiner mit alten Schlappen gleich unterwegs sein. Aber da heißt es dann mit den Reifen halbwegs gut umgehen. Sonst fährst du am Anfang vielleicht weg, aber dann brechen sie ein und dann kommen sie hinten wieder ran. So, jetzt geht es in die Zweierformation. Wir sehen es hier, da oben ist die Boxeneinfahrt. Geht da schön geradeaus erstmal rein. Sollte kein Problem sein. Boxenausfahrt sollte auch nicht so das Problem sein. Kommt man relativ stumpf, sag ich mal, vom Winkel her wieder auf die Strecke rauf. Aber ich denke, das haben die Autos, die Piloten, einsam hoffentlich geübt, dass es dazu kein Missverständnissen kommt. Also, Zweierformation. Bergholz sind wir da rechts im Ferrari im Grünen. Wolf Gruber ist der Ferrari links. Dahinter sehen wir Andersen und Stefan Mons, der direkt hinter seinem direkten Konkurrenten ist. Beziehungsweise schräg dahinter, muss man ja sagen. Gucken wir mal, ob er sich gleich Position 3 schon mal holen kann. Also, Green, eine Stunde, Lauf 7, Baube, Sim Racing, der Sprint Cup. Und wir sehen, Wolf Gruber ist schon mal sehr gut weggekommen. Hat aber jetzt erstmal die Außenseite. Wir gucken mal, der BMW schaut da. Stefan Mons auf der 4. Position, wird er erstmal bleiben. Da geht Bergholz sehr früh auf die Bremse da. Kann sich aber auf der 2. Position halten. Andersen muss sich da jetzt wehren gegen Mons. Hat auch funktioniert. Götz jetzt hier auf der 5. Position geblieben. Schröter da auf seiner Position geblieben. Dahinter, glaube ich, keine gelben Flaggen, wie wir das so richtig interpretieren können. Jawohl, keine gelben Flaggen. Sieht sehr, sehr gut aus. Keine Unfälle erstmal hier. So, Helder Guerra hat aber schon mal 2 Positionen gewonnen. Kleiner Kontakt offenbar mit Daniel Arning. Bleibt nicht ganz aus hier in der Startphase. Daniel Pei. Three Wide geht's jetzt hier durch die lange, lange Linkskurve. Musste aufpassen, auf der Innenseite ist Falk Moritz. Wo hat der denn jetzt hier 9 Positionen hergeholt? Ganz, ganz starker Start hier. Keine Ahnung, was da los war. War ja kein Unfall oder so. Zumindest haben wir nichts mitbekommen. Aber hier gleich mal nach dem ersten Sektor 9 Positionen geholt. Also, der hat da mal sich sehr, sehr viel Arbeit erspart in den nächsten Runden. Ist jetzt direkt dabei, hier mal Daniel Pei anzugreifen auf der rechten Seite. Kommt da leicht aufs Gras, aber natürlich ein kleiner Vorteil für die Rechtskurve. Dann kommt eine Links und wieder eine Rechts, aber muss sich erstmal dahinter einordnen.
So, gucken wir mal weiter hinten. Da haben wir ja noch Sandro Conradi auf der 25 eine Position gewonnen. Oliver Braun eine gewonnen. Und Roman Wagner, der hat auf jeden Fall hier mit am meisten verloren, würde ich gerade mal sagen. Schauen wir gleich mal auf die Position Deltas. Hier auf der 27 unterwegs mit 4 Positionsverlusten. So, Jason Götz haben wir hier im Lexus. Also sehr, sehr sauberer Start, muss man sagen. Aber ist es doch relativ häufig bei Uwe Sim Racing, dass man da gut durch die Startphase kommt. Erste Runde ist jetzt hinter uns oder liegt hinter uns. Arning kommt jetzt gerade rein. Bin mir gar nicht sicher. Ein Auto, glaube ich, hatte noch eine SG10 aus einem vergangenen Rennen als Strafe. Weiß gar nicht, wer das jetzt genau war. Aber einer davon müsste da jetzt eigentlich reingekommen sein für die Strafe. Aber vielleicht hat man sich auch eine DT geholt am Start. Müssen wir gleich mal nachschauen. Arning und Langhorst auf jeden Fall gerade reingekommen. So, wir gehen mal zu Moldenhauer rüber. Der ist auf seiner Startposition 14 geblieben. Danny Anwand hat er direkt vor sich. Nick Lefeld ist direkt dahinter. Mal schauen, hier hat es eine Position oder ist es eine Position nach vorne gegangen. Genauso wie Daniel Pei. Klar, ein, zwei Autos gerade in die Box reingefahren. Da hat man natürlich auch profitieren können. Aber hier, ja, wunderbar eng vorne. Wolf Gruber inzwischen am Bergold vorbeigegangen. Das haben wir jetzt leider verpasst. Eieiei, also Wolf Gruber hier. Erstes Rennen, was er mitfährt. Und stellt sich hier gleich mal an die Spitze. Lukas Bergold. Ja, der kann das noch gelassen nehmen. Aber klar, ein paar Pünktchen verliert er jetzt dadurch natürlich, wenn es so bliebe. Ist aber noch viel Zeit. Daniel Andersen kann hier noch Stefan Mons hinter sich halten. Und das wird Lukas Bergold sehr, sehr freuen. So, Frank Moritz hat sich derweil Daniel Pei geholt. Jawohl, da geht's vorbei. Und Zahner verliert hier gerade ein bisschen was. Wir schauen mal kurz ins Replay rein, was da passiert ist. Wahrscheinlich da oben die Linkskurve. Da hat er jetzt 3 Positionen verloren, ist da wohl mit Conradi aneinander geraten. Schauen wir mal, ob sich das hier vielleicht einfach ein bisschen aufstaut. Nein, mitbekommen. Da konnte er nicht viel für. Das war der BMW nämlich von Conradi, der ihn da mal getroffen hat. Aber hat ihn auch schon wieder vorbeigelassen, wie wir sehen. Also zwischen den beiden hat sich nicht viel getan. Braun und Wagner sind noch davor. So, Bergold 36,3, die schnellste Runde, auf der zweiten Position liegend. Ah, der wird natürlich gucken, dass er sich Position 1 wiederholt. Nach hinten wird Abstand gerade etwas größer, 2 Sekunden. Schon mal ein gutes Zeichen da für den Racing Crest Piloten. So, Daniel Anwand auf der 13. Pack euch mal die Position Deltas gerade rein. Da sehen wir, dass vorne getauscht wurde, sonst ist da gar nicht so viel passiert. Oh, Eldery wird gerade durchgereicht, gelbe Flagge hier, wir gucken auch da mal kurz rein. Erste Kurve muss da was passiert sein, Michael Haaf hier auch mit der Kontaktanzeige. Das ist der Lamborghini, das ist der dahinter, glaube ich, fahren müsste, wenn ich es richtig erkenne. Hat er da vielleicht auch einen mitbekommen? Ja, oh, da war ein bisschen spät auf der Bremse vielleicht, sah zumindest danach aus. Michael Haaf trifft hier den 007 und Eldery, ja, der ordnet sich jetzt hier auf der 22 wieder ein. 3 Sekunden hinter Oliver Braun. Also ein, zwei Kontakte gab es dann jetzt doch schon. Daher doch ein paar Lücken entstanden hier im Feld. Wir sehen es auf der Karte ganz gut. So, Daniel Arning hatte eine DT, wenn ich es jetzt richtig interpretiere. Ja, müsste eine TT gewesen sein. Und Alex Langhorst hat eine Minute in der Box gestanden. Jetzt weiß ich nicht, ob das auch eine Strafe war. Auf jeden Fall hier auf der letzten Position. Ja, relativ abgeschlagen jetzt unterwegs. So, Moritz Moldenhauer gab wohl auch einen kleinen Kontakt. Wir bleiben aber mal hier auf 6 und 7. Schröter gegen Brückner. Und Schröter kann sich hier gegen Brückner erstmal behaupten. Eine Position hat er gewonnen. Und Schröter auf seiner Startposition wieder unterwegs, während Lukas Bergold vorne, ja, auch sehr, sehr gut unterwegs ist. Kommt da gerade nicht an Lukas Wolfgruber vorbei. Beide aber schon 3 Sekunden jetzt von Position 3 weg. Oder eben zumindest jetzt wieder ein bisschen rangekommen womöglich. Ja, je nachdem, wo man gerade schaut. Aber die scheinen sich da wieder ein bisschen absetzen zu können. Ja, hier sehen wir es auch optisch jetzt. Der Abstand wird gerade etwas größer. So, okay. Na, drückt sich jetzt hier nicht vorbei. Anwand jetzt. Na, auch nicht vorbei. Da gibt es einen leichten Kontakt in der ersten Schikane. Mal sehen, Inside. Jetzt kommen ganz, ganz viele Rechtskurven. Nick Kleefeld dahinter der Lamborghini. Der guckt mal, ob er da irgendwie hinterherziehen kann. Ja, hier geht's rechts rum. Es geht wieder rechts rum. Aber da kann sich Keep erstmal vor Anwand halten. Ja, schauen wir mal, ob Nick Kleefeld da jetzt eine Lücke findet. Hier kann man ja mal ganz schnell ins Untersteuern kommen. Und dann ist da Inside womöglich frei. Aber hier, ja, tut sich dann doch nichts. Pack mal wieder die Manufakturen rein. Und dann gehen wir mal zu Zahner, der ist jetzt in die Box reingefahren.
Der war drin. So, Roman Wagner, der müsste, glaube ich, die SG10 bekommen haben aus irgendeinem vergangenen Rennen. Der stand nämlich 10 Sekunden in der Box, also der hat hier eine Strafe absolviert. Der muss also noch regulär einmal zum Boxenstopp auf jeden Fall reinkommen. So, wir gehen nach vorne. Lukas Bergold auf der zweiten Position. Kein Problem, hier dran zu bleiben an Wolf Gruber. Hat auch die schnellste Runde mit der 36,3. Also nur eine Zehntel schneller als hier der Vordermann. Ja, aber mal sehen, ob er da jetzt vorbeikommt. Das Gute, wie gesagt, wir sehen es am Abstand. Beide ziehen hier weg von Position 3. Stefan Motz wird das gar nicht gefallen. Der muss hier vorbeikommen und da irgendwie versuchen, vorne wieder anzuschließen. Und hier hat es auf jeden Fall mal gekracht. Da gucken wir mal kurz rein. Bei Detlef Keep. Wo ist denn da was passiert? Anwand gerade auch eine Position verloren. Keep wird da gerade ordentlich durchgereicht. Hier diese Kurve, die ich vorhin ansprach. Und da kriege ich da von der 52 einen mit. Die 52, das ist der Danny Anwand, der ihn hier getroffen hat. Da geht noch ein Aston Martin weit. Jetzt geht es auch direkt in die Box rein. Hat wahrscheinlich sich ordentlich Heckschaden geholt. Also muss hier sein Boxenstopp auch etwas vorziehen. So, Stefan Mons, der muss jetzt hier wirklich zügig vorbeikommen. Oh, ist er gerade vorbeigegangen? Jawohl, da geht er vorbei. Da sind wir pünktlich drauf gekommen. Geht hier an einem, ja, womöglich Teamkollegen vorbei, laut Livery zumindest. Aber haben wir auch gelernt, muss nicht unbedingt so sein. Aber jetzt geht er auf die dritte Position. Und jetzt heißt es hier die 6 Sekunden, ja, die 5-6 Sekunden Rückstand zuzufahren. So, Lexus jetzt aber auch direkt dran. Mal gucken, ob der da hinterherziehen kann. Also, Bergold direkt vor Mons, beide ein bisschen zusammengerückt von der 1 auf die 2, beziehungsweise von der 4 auf die 3. Also da hat einer ein bisschen was gewonnen an Punkten, der andere ein bisschen verloren. Aber trotzdem könnte Bergold, wenn es so bliebe, wieder so 1, 2, 3 Positionen, beziehungsweise Punkte in der Gesamtwertung ausbauen. Und so eng wie das zwischen den beiden ist, machen da 2, 3 Punkte wirklich eine Menge aus. Sind ja da, wie gesagt, fast immer auf dem Podium unterwegs gewesen, mit Ausnahme von Platz 9 von Mons. Im zweiten Rennen war es, glaube ich. So, wir gehen zu Kesaya mal rüber auf der 10. Zwei Positionsgewinne, auch hier halt bei X-Racing. Der fährt hier den Honda auf der 10, direkt an Remo Kipfer dran. Jawohl, da ist er, der auf seiner Startposition geblieben ist. Helder Guerra davor auch nochmal Hyper X-Racing. Der hat zwei Positionen gewonnen. So, Falken Moritz müsste einer der größten Gewinner sein. 13 Positionen, hatten wir gesehen, am Start gleich 9 Positionen geholt. Dann waren da jetzt auch schon ein paar in der Box. Deswegen hier schon ganz gut nach vorne gespült worden. Zu Moldenauer hat er 3 Sekunden Vorsprung. Also das reicht erstmal hier, um etwas Luft, ja, oder einen freien Blick nach hinten zu haben. Nach vorne 1,7 Sekunden. Was macht Sandro? Auch da hat er 4 Positionen gewonnen. 0,5 von Eldery dran, der da eben einen kleinen Unfall hatte. Insgesamt 2 verloren. Ist aber schon wieder ein Oliver Braun dran. Da fahren wir mal mit dem McLaren. AQTHs im Racing. 5 Positionsgewinne. Schröter Götz, da müssen wir jetzt nochmal kurz hingehen. Gab es gerade ein Überholmanöver womöglich? Wir schauen mal kurz ins Replay rein. Götz müsste hier einen kleinen Fehler gehabt haben. Denn da ist Schröter noch ein gutes Stück dahinter. Wahrscheinlich hier ein bisschen rausgeflogen. Oh, da muss er ausweichen. Und derweil vorne Wolf Gruber einen Fehler gemacht. Hier sehen wir es im Replay auch gerade noch einen Quersteher. Und Lukas Bergold geht da jetzt vorbei. Und Wolf Gruber muss da irgendwas noch gehabt haben. Denn wir sehen, wie er gerade durchgereicht wird hier. Oh, da gehen wir jetzt auch nochmal 20 Sekunden zurück. Und hier, na, hat es gekratzt zwischen Bergold und Wolf Gruber. Da wird er gedreht. Und jetzt nur noch auf der 10 unterwegs. Sehr, sehr schade. Da wird er sich super ärgern. Er ist weggerutscht und dann hier der Kontakt mit Lukas Bergold. Und da bleibt er kurz stehen. Ja, sollte weiterfahren vielleicht. Jawohl, jetzt hat er eine Lücke gefunden. Deswegen hat er noch mal ein paar Positionen mehr verloren. Also hier war die Chance aufs Podium doch sehr, sehr groß. Und jetzt, ja, nur ein paar 10 im Moment. Da wird er sich ärgern. Also mal sehen, ob es da vielleicht noch mal eine Strafe gibt. Dann fürs nächste Rennen vielleicht. Gucken wir mal. Lukas Bergold jetzt aber auf der 1. 4 Sekunden vor Stefan Mons, der jetzt hier auf die zweite Position vorgerückt ist entsprechend. Also auch die beiden Ersten der Gesamtwertung wieder ganz vorne unterwegs. So, jetzt links an Stefan Mons, den Abstand dazu zu fahren. Lukas Bergold wird alles dran setzen, hier den Abstand, ja, mindestens mal zu halten, wenn nicht sogar zu vergrößern. Können wir mal gespannt sein, wie sich's entwickelt. Ab Position 3 sehen wir eine schöne Gruppe bis Position 10. Alles da unterhalb von 2 Sekunden jeweils zwischen den Fahrzeugen. Also da kann sich jederzeit ein bisschen was entwickeln, je nachdem, wer da ein bisschen schneller ist als sein Gegner. So, Conradi direkt dran, immer noch am McLaren. Oh, McLaren ein bisschen weit gegangen, ist nicht ganz so schlimm, denn hier kann man ganz gut verteidigen, sage ich mal. Wir sehen es auch, der McLaren kann sich erstmal vorne halten. Wir fahren mal mit hier beim BMW-Piloten. 6 Positionsgewinne. Ja,
wir sehen, 37,9 ist er vor drei Runden gefahren. Jetzt jede Runde ein bisschen langsamer. Klar, er hat jetzt hier ein bisschen Verkehr, kann jetzt hier auf die Innenseite gehen. Aber ich glaube, da hat der McLaren auch nicht wirklich verteidigen wollen. Weiß gar nicht, ob er ihn vielleicht sogar vorbeigelassen hat. Die Tür war sehr, sehr weit offen zumindest. Hier der AM-Pilot gegenüber dem Pro-Piloten sozusagen. Goldwertung. Also da erklärt sich das vielleicht, dass der McLaren ihn hier durchgelassen hat. Wahrscheinlich doch ein gutes Stück schneller. Also, dann gucken wir mal vorne. Müssen wir ein bisschen warten. Wir gehen mal zu Wolf Gruber. Der ist ja gut unterwegs, rein pace-technisch. Bergold mit 35,9 jetzt die neue schnellste Runde. Also, da können wir mal von ausgehen, dass er hier ja die Leute mal ein bisschen zusammenschieben wird vor sich. Könnte ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Wir sehen es auch schon, wie er dran ist. 0,3 Sekunden an Chris Sayer. Remo Küpfer davor auch nur 0,3 Sekunden. Bin gespannt, ob der Ferrari-Pilot jetzt hier schon mal angreifen wird. Vielleicht spät rausziehen. Ist sehr, sehr risikoreich an der Stelle. Na, weiß er selber. Wartet da vielleicht, was davor passiert. Denn davor schiebt es sich nämlich zusammen. Hinter Helder Guerra nämlich. Da sehen wir die drei Verfolger. Da haben wir jetzt hier einen Audi, einen BMW, einen Honda und einen Ferrari im Vierkampf. Und Wolf Gruber geht da gerade im Hintergrund vorbei. Nee, reicht doch nicht ganz. Außenrum wird es wahrscheinlich nichts werden. Versucht sich da womöglich zu positionieren für die Linkskurve. Und Magde Sayer ist auch in derselben Wertung wie er. Also der wird da jetzt keinen Platz machen für den Ferrari. So, weiter hinten hat sich schon gut geordnet, wie ihr seht. Wir haben noch hier Thomas Geffert und Michael Haaf relativ dicht hintereinander. Eine Sekunde ungefähr auf der 17, auf der 18. Ansonsten ist es da relativ ruhig. Wolf Gruber schon wieder hier neben der Strecke, beziehungsweise hat sich gedreht. Wahrscheinlich beim Überholversuch hier gegenüber der Nummer 30, dem Honda. Gucken wir mal, was da genau passiert ist. Da haben wir nämlich gerade weggeschaltet. Oder hat er sich da selber vielleicht weggedreht, zu weit rausgekommen womöglich? Oh ja, und da dreht sie ihn weg, leider, leider. Und jetzt nur noch auf der 15 unterwegs. Ah, erstes Rennen hier, vorne mit gestarteten, jetzt nach, ja, gleich nach Viertelstunde, nur noch auf der 15 unterwegs. Hier der zweite Vorfall. Ja, da muss ich selber an die eigene Nase fassen. Beim ersten Vorfall kann man drüber diskutieren, müsste man sich im Detail mal anschauen. Crash Dingens, moin. Schön, dass du da bist. So, Langhorst jetzt nochmal rein. Der war doch schon mal. Was sagt der Abstand vorne? Wir machen mal hier den Zeitenvergleich. Die letzten drei Runden haben die sich gerade mal eine Hundertstel genommen. Also die fahren da ja in Summe zumindest relativ ähnlich. Da nehmen die sich wirklich kaum was. Nichts gut diese. Nee, allerdings nicht. So, was macht sich hier denn breit? Der Jason Goetz macht hier ordentlich Druck auf Patrick Schröter. Oh ja, oh ja. Also, da vorne ist es spannend. Weiter hinten jetzt eher weniger, muss man gerade sagen. Hat sich schon sehr schnell hier auseinandergelebt. Nach einer Viertelstunde. So, da in Schlepptau hat der Goetz auch noch den Aston Martin von Pierre Brückner. 0,7 Sekunden. Helder Guerra bringt auch nochmal zwei Autos mit. Die sind dann irgendwo da ganz hinten. Da hinten sehen wir sie noch 3 Sekunden. Da geht es vielleicht auch nochmal gut zur Sache. Wir gehen mal zu Kipfer nämlich rüber. Der ist hier im Sandwich zwischen den beiden Guerra und Haya. Gucken wir mal, er ist Silber, davor ist Silber, dahinter ist ein Goldfahrer. Also nächste Position vor ihm, auf jeden Fall ein direkter Konkurrent für die Wertung. So, Alex Langhorst steht immer noch in der Box seit 80 Sekunden, weiß nicht, ob er nochmal weiterfährt oder ob er vielleicht auch abgestellt hat. Wir bleiben jetzt hier drauf auf dem Dreikampf. So, Wetter sieht gut aus, denke mal, wird kein Regen geben. Die Nacht, ja, ist, glaube ich, schon genug für viele Fahrer. Man sieht da nicht ganz so gut, muss man sagen. Klar, ich habe hier auch was an der Grafik umgestellt. Können die Fahrer natürlich auch machen, dass sie ein bisschen mehr sehen. Aber trotzdem ist es noch ein bisschen was anderes. Ist auch relativ mild. Aber ich denke mal, die Reifentemperaturen sollten auch hier passen. Ansonsten kann man das ja nochmal beim Reifenwechsel umstellen. Viertelstunde, denke ich mal, wird es noch dauern. Dann werden die allermeisten reinkommen. Wir hatten jetzt schon ja, gar nicht so viele in der Box, regulär, sage ich mal. Heb und Zahner, würde ich sagen, waren regulär drin. 23, 24, die waren schon drin, aber für eine Strafe, Langhorst steht noch in der Box. Also war noch quasi fast keiner zum Boxenstopp drin. Das heißt, das wird da relativ voll werden. Jetzt wird es hier sehr interessant. Conradi ist jetzt hier dran am AMG von Thomas Geffert. Zur Box Racing müsste das sein. Jawohl, gucken wir mal von außen vielleicht, da kann er sich auf die Innenseite setzen. Der AMG hält da aber auch nicht gegen, aber auch hier wird weil wahrscheinlich der Grund sein, ein Bronzefahrer gegen den Goldfahrer hier im BMW. Da kann man schon mal ein bisschen ableiten, dass vielleicht der Gegner ein bisschen schneller ist, aber macht sich trotzdem nochmal bemerkbar hier. Geht ja auch noch um die Gesamtwertung.
Für die Gesamtwertung gibt es ja Punkte und dann separat nochmal innerhalb der Klassen. Deswegen kann man da vielleicht mal gegenhalten. So, gelbe Flagge jetzt hier bei Detlef Kep. Das sieht dann aber eher nach einem Fahrfehler aus hier. Gucken wir mal, auch hier vielleicht so weit rausgekommen. Wie gesagt, sehr, sehr breit hier, aber trotzdem neigt man da doch mal gerne zu, rauszukommen. Oder hat er da nur jemanden vorbeigelassen? Bin gerade nicht ganz sicher. Fahrfehler haben wir auf jeden Fall nicht. Alle zwei Wochen findet der Sprint Cup statt. Oh, hat er sich zurückgesetzt? Bin mir gerade nicht sicher hier. Alle zwei Wochen donnerstags, zumindest diese Season. Mal gucken, ob es nächste Season auch so ist, aber alle zwei Wochen der Sprint Cup und einmal im Monat noch das der Endurance Cup. Weiß gar nicht, Command müsste eigentlich auch gehen. Genau, da ist die Webseite. Da müsste auch alles weitere verlinkt sein. So, Kipfer, Haya, ich glaube, da hat sich nichts getan. Oh, das war sehr, sehr knapp da. Hat er fast den Luxemburger getroffen. Aber hat noch gepasst. Kisaya konnte auch noch nicht ganz profitieren. Fahren wir mal mit hier. So sieht das Ganze aus. Schön mit CA hinten drauf. Da weißt du auch, wo er herkommt. Sehr gut. Ja, jetzt muss er eher nach hinten schauen und verteidigen, als dass er vorne angreifen kann. Aber es kann sich jede Kurve ändern, je nachdem, wie man da gut durchkommt und ob der Hintermann da Anstalten macht, anzugreifen oder ob der sich noch hinter, ja, einfach da hinterher fährt und guckt vielleicht, was die beiden vor ihm machen. Aber aktuell ist Guerra ein kleines Stück weg, da 0,8 Sekunden. Kresaya könnte jetzt womöglich angreifen. Nee, noch ein Tick so weit weg, hat wohl noch nicht so ganz gereicht. Aber sehr, sehr spannende Gruppe, die wir da gerade sehen. So, vorne passiert nicht viel. Lukas Bergold, ja, baut den Abstand eher aus, würde ich sagen. Oh ja, die letzten Runden hat er jetzt doch deutlich schneller fahren können. 18. letzte Runde gewonnen, 35.9.7.0. Ja, gar nicht so weit weg von seiner schnellsten Runde aktuell. Stefan Mons auf der 2. Auch der kann sich hier, glaube ich, so leicht absetzen. Oh, so ein bisschen zumindest an Anderson auf der 3. Patrick Schröter, das ist dann der, ja, erste richtige 2-3-Kampf hier auf der Strecke. 4, 5 und 6 sehen wir da. 6, 7, 8, 9 waren wir eben. Moldenhauer, Wolfgruber. Also Wolfgruber fährt auf jeden Fall noch weiter. Ja, versucht jetzt hier noch irgendwie Schadensbegrenzung zu betreiben. Zwei Drittel des Rennens ist noch vor ihm, aber ja, mit dem Podium wird wahrscheinlich auch sehr, sehr schwierig. So, einer auch vom Server runter. Langhorst steht immer noch in der Box. Also der, denke ich, wird nicht mehr groß weiterfahren. So, gehen wir zu Kesaya rüber. Oh, sehr viel Schwung rausgenommen. Aber passt noch. Jetzt muss er hier das Auto gut umsetzen für diese lange Linkskurve. Die dauert gefühlt ewig und du musst dich hier schön inhalten. Dann kannst du hier Schwung auf die Gerade rausnehmen. Und dann kannst du eventuell für die Linkskurve dann mal angestarten. Und Braun geht gerade vorbei an Eldery hier auf der Geraden. Aston Martin gegen McLaren. Ja, und da hält auch der Aston Martin nicht gegen. Da haben wir einen Bronzefahrer und hier den Silberfahrer. Und jetzt Schröter, Götz. Ah, gab es da kurz einen Angriff vielleicht. Hier sieht es auch sehr, sehr eng aus. Also gucken wir mal, was der Lexus macht. Kommt er da nochmal vorbei auf die vierte Position. Podium. Ja, müssen wir mal schauen. Die Zweikämpfe kosten natürlich Zeit. Da vorne ist man nicht im Zweikampf. Maximal mit Überrundung, wobei die stehen auch noch nicht an. Das heißt, die können da vorne ihre Pace relativ entspannt fahren, sage ich mal. Hier hinten wird man durch die Zweikämpfe Zeit verlieren. Und daher der Abstand zum Podium auch, ja, tendenziell größer werden, sage ich mal. 7 Sekunden haben wir da aktuell. Oder auch nicht zu früh rauskommen. Da holt man sich auch mal einen Cut, wenn man da zu viel übers Gras fährt. Aber sonst haben wir noch keine größeren Strafen gehabt. Eine SG10, glaube ich, war es. Wie gesagt, von der Reco. Eine Drive-Thru gab es auch schon. Womöglich für den Start. Habe ich jetzt nicht genau gesehen. Aber ansonsten gerade keiner mit einer Strafe hier, glaube ich, unterwegs. Guck mal kurz nach. Ne, alle gerade strafenfrei unterwegs. Drück mir den Daumen, dass das gleich bei den Boxstops auch so sein wird. Ich denke mal, so 10 Minuten wird es noch dauern. Eldery muss sich hier weiter verteidigen gegen Braun. Busch jetzt auch noch dahinter, der sich da gerade weggedreht hat. Und dann noch Arning. Was haben wir denn da jetzt nicht gesehen im Hintergrund? Alles hier direkte Position. Da wird einer überrundet. Ah, hier haben sich der Honda und der Ferrari ein bisschen in die Haare bekommen. Schauen wir mal, was da passiert war. Da oben sehen wir noch Side-by-Side, die beiden, wo wir eben drauf waren. Oh, rutscht da leicht weg und dann hat der Ferrari da Pech, dass er genau da auf der rechten Seite ist. Jetzt verhaken die sich auch noch wunderbar hier. Also Wolfgang Busch hier,
Ja, leider mit einem kleinen Unfall. Geht jetzt auch direkt in die Box rein. Arling bleibt noch draußen. Hat sich da wohl nicht ganz so viel Schaden geholt. Und Götz geht der Ball vorbei hier. Wir schauen mal kurz ins Replay rein. Götz geht hier endlich vorbei. Aber hier auf der Geraden hat das wohl geschafft, an Patrick Schröter vorbeizuziehen. Hier waren sie noch side by side, aber hier womöglich ein bisschen mehr Topspeed gehabt. Ja, Patrick Schröter versucht auf der Innenseite vielleicht nochmal zu gucken, aber ja, traut sich nicht so ganz daneben zu gehen oder schafft es nicht ganz daneben zu gehen. Lexus lässt ihm da leicht Platz, hat sich jetzt Position 4 geholt und Schröter ja, hat gleich den nächsten direkten Gegner hinter sich. Pierre Brückner, das heißt direkter Gegner. Sehr, sehr starkes Rennen hier von Pierre. Der ist in der Bronzeklasse unterwegs, der Führende da. Und hier insgesamt auf der 6. Also weiß nicht, hat er heute einen guten Tag, gute Strecke oder einfach die anderen Gegner heute nicht mit dabei. Aber hier 6 insgesamt, da wird er ja, sehr zufrieden sein, könnte ich mir vorstellen, wenn er das nach Hause fährt. Also Patrick Schröter wird versuchen, ja, vielleicht an Götz dran zu bleiben. Der hat gut Druck gemacht. Bin gespannt, ob er jetzt hier wegfahren kann. 9 Sekunden jetzt zum Podium. Haben wir vorhin gesehen, da waren es noch 7. Also hat er ordentlich Zeit verloren. Jetzt hat er aber auch freie Fahrt. So, Moldenhauer gerade reingekommen. Hier der Aston Martin von RM Motorsport. So, Eldery hält sich hier weiter vor Braun. Genau. Da die beiden Teamkollegen hintereinander. Auch nicht, zwar nicht positionstechnisch, aber ja, hier auf der Strecke, Marostana ist das nämlich hier. Also sehen wir nochmal das Team von HQT Asim Racing. Beide Autos mal im Bild. Sehr, sehr schön. Und wir gehen zu Remo Kipfer rüber. Der ja, hat sich hier mit Lichthupe schon mal ankündigt, an Helda Goyeras Audi vorbeigehen zu wollen. Hinter sich hat er Chris Haya noch. Also der hat es noch nicht geschafft, sich hier aus den Zwängen zu befreien, so wie der Lexus da vorne, der inzwischen auch schon 1,3 Sekunden weggefahren ist. So, Wolfgang Busch kommt gerade aus der Box, der Honda. Auf der 25 ist er unterwegs. Also der letzte aktive Fahrer hier auf der Strecke. So, Brückner. Brückner an Schröter dran. Also er hat ja gesehen, wie es geht. Lexus hat es geschafft, vorbeizugehen auf der Geraden. Ja, wahrscheinlich war da vielleicht ein kleiner Fehler von Schröter dabei. Weiß ich gerade nicht mehr genau. Lexus konnte da auf jeden Fall mehr Schwung rausnehmen auf die Gegengerade und dann angreifen. Und da oben am Bildrand sehen wir ihn auch schon. Kann sich da deutlich jetzt absetzen. Also da müssen wir beobachten, ob er da nochmal ja, Richtung Podium fahren kann. Bisschen Zeit ist ja noch hier über eine halbe Stunde. Aber da vorne fahren sie jetzt ja auch nicht so langsam. 36er Zeiten. Ja, sind da durchaus drin vorne. 36-2 letzte Runde von Lukas Berggold. 36-9 von Stefan Mons. Also, es könnte der nächste Sieg werden für Lukas Berggold. Wie viele Siege hat er sich schon geholt? Müssten 3 gewesen sein. Müsste man kurz nachschauen, während Kipfer hier ja immer noch in der Zange hier ist. Bleibt mal ein bisschen drauf. Ne, 2 Siege in Anführungsstrichen hat er sich nur geholt. Stefan Mons sogar schon 3. Aber wie gesagt, Stefan Mons hat einmal das Podium nicht besucht. Daher der Abstand von 9 Punkten auf die erste Position. So, da hinten, ja, da wird es auch enger, habe ich das Gefühl. Klefeld, Weggel, Anwand. 3 Autos direkt hintereinander. Moritz, der hier 14 Positionen gewonnen hat, hat dann nochmal den Christopher Wolfgruber hinter sich, der da inzwischen auf die 14 vorgefahren ist. Dürfte aber eher durch einen Boxenstopp passiert sein. Aber der, ja, hat wahrscheinlich nicht so die beste Laune gerade. Weiß ich nicht, könnte ich mir zumindest vorstellen. Denn der hat sich heute deutlich, deutlich mehr erhofft. Ja, für die Gesamtwertung ist natürlich nicht ganz so wild, da heute das erste Rennen mitfährt. Danach haben wir noch 3 Rennen, ne? Ja, 3 Rennen dann auch noch. Also da hat er eh keine Chance mehr rechnerisch vorne mitzufahren. Aber klar, hier für dieses Rennen sehr, sehr ärgerlich. Da erst der ja, Kontakt mit Lukas Berggold und dann hat er sich nochmal selber weggedreht. Also jetzt wird er hier auf Falk Moritz gut Druck machen. Da würde mich mal interessieren, wie der in den ersten Sektor 9 Positionen gewonnen hat. Der muss sich da irgendwo vorbeigedrückt haben, als er sich aufgestaut hat. Anders geht das ja eigentlich nicht. So, dann schauen wir mal, ob es jetzt hier den Angriff gibt. Wir gehen mal auf den Ferrari vielleicht drauf. Ob der jetzt hier auf der Innenseite sich daneben drücken will. Ja, deutet sich auf jeden Fall schon mal an. Gucken wir mal. Aber geht dann nicht daneben. Verbremst sich hoffentlich auch nicht. Nee, bleibt dahinter. Anwand Weggel. Haben die gerade getauscht. Wir schauen mal kurz rein. Jawohl, da haben wir den Angriff verpasst. Anwand geht da an Weggel gerade vorbei. Der BMW am Honda vorbei, am Audi vorbeigezogen. Auf die Innenseite Richtung Kurve 1. Der war da schon nah genug dran. Ja, da oben haben wir gerade den Zweikampf gesehen noch. Also Position 11 hier von der 15 gestartet. Geht also doch ein gutes Stück nach vorne im Moment.
So, Lexus vorne, 2 Sekunden weg. Brückner nicht an Schröter vorbeigekommen bis jetzt. Und hier wird es ja weiterhin sehr, sehr spannend. Helder Guerra hat da alle Hände voll zu tun, die beiden Autos hinter sich zu halten. Remo Kiffer, wir sehen es, wie er da Druck macht. Wir fahren mal mit hier oben im Rückspiegel. Da sehen wir auch Chris Haya. Also der muss hier wirklich nach vorne und nach hinten schauen. Und gucken wir mal, ob er hier vor seinem Boxenstopp nochmal vorbeikommt. Oder über den Boxenstopp vielleicht. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Der 0,4 Sekunden. Ja, die kann man mal gewinnen oder verlieren am Boxenstopp. Ähnliches Szenario bei Matthias Weggel, Moritz und Wolf Gruber. Auch nochmal 3 Autos. So, da geht's in die Box rein für Remo Kipfer. Interessant. Kommt da ja kurz vor der Halbzeit rein. Tick früher vielleicht. Vielleicht denkt er sich einen kleinen Undercut hier gegenüber den anderen beiden Piloten. Vielleicht bringt ihm das ja was. Also das behalten wir mal im Auge. Dann haben wir Falk Moritz hier. Ja, gibt es hier vielleicht ähnliche Überlegungen, vielleicht auch einen Tick früher reinzukommen. Wenn man merkt, dass man schneller kann, aber nicht vorbeikommt, dann ist das auf jeden Fall ein probates Mittel, um sich da nochmal eine Position zu holen und dann hoffentlich mit freier Fahrt rauszukommen, um dann wirklich auch sein eigenes Potenzial auszuschöpfen. So, dahinter verpassen wir, glaube ich, nicht so viel. Nee, da haben wir nur noch Daniel Pei und Konradi direkt hintereinander hier auf der Stadtzielgeraden unterwegs. Gehen natürlich jetzt auch gerade Kipfer vorbei, der in der Box steht. Und dann, ja, wird es demnächst losgehen, dass da ganz, ganz viele reinkommen werden. Und wir sehen es hier. Einige Zweikämpfe noch, wo der Boxenstopp wichtig sein wird. An vielen, vielen anderen Stellen, da kann man sich auch mal einen schlechteren Boxenstopp leisten. Das wird an den Positionen, ja, tendenziell nicht so viel ändern. Aber dann gucken wir mal, was denn der zweite Sinn bringt, die zweite Hälfte des Rennens heute. So, Moritz gegen Wolf Gruber. Der macht da zunehmend Druck. Ja, mal schauen. Oh, leicht Curb mitgenommen, leicht Gras mitgenommen. Aber Wolf Gruber kriegt die Linie hier gar nicht. Das heißt, er hat jetzt den Schwung verloren für die nächste Vollgaspassage hier. Das wird erstmal Moritz erstmal für ein paar Meter zumindest entlasten. Da weiß er, dass das keinen Angriff geben wird für die nächste Rechtskurve hier. Ist auch schon mal ganz gut. Und dann heißt es hier gut, rauskommen auf die Stadtzielgerade. Gehöre Haya kommt gerade rein auf der 7, auf der 8. Mal sehen, ob jetzt hier einer reinfährt. Die bleiben noch alle draußen. Oh, wo will Wolf Gruber denn hin? Sah das nur so aus oder ist übers Gras gefahren? Bin mir nicht ganz sicher. Kommt auf jeden Fall in die Box gerade rein. Ich glaube, der hat doch ein bisschen die Wand mitgenommen, oder? Sah gerade zumindest danach aus. Aber er kommt rein. Chris Haya ist drin. Guerra ist drin. Daniel Pei verliert gerade gegen Konrad in die Position. Side by Side geht es hier gerade aus der ersten Kurve, müsste es sein. Ne, letzte Kurve jetzt. Vorbei auf die Stadtzielgerade. Also hier der Wippermann Racing Pilot. Holt sich Position 14 erstmal. So, Michael Haff natürlich einen Tick rangekommen. Jetzt hier der Lamborghini auf der jetzt 13. Position. Muss aber auch nochmal reinkommen. So, Pierre Brückner, der Bronzefahrer, macht da mal gerade ein bisschen Druck gefühlt auf den Goldfahrer im Honda. Der bleibt da zumindest mal dran. Und da vorne der Lexus, ja, haben wir gesehen, kommt da doch so ein bisschen weg. 4 Sekunden inzwischen. Aber klar, Patrick Schröter muss da ja teilweise auch verteidigen, womöglich. Verliert da noch ein bisschen Zeit. So, vorne Bergold 9 Sekunden weg, also der scheint hier deutlich schneller zu sein. Aber wir sehen es hier, er nimmt Stefan Mons hier wirklich mehrere Zehntel, im Schnitt eine halbe Sekunde pro Runde ab. Also der hat hier einen wunderbaren Vorsprung rausfahren können. Der wird sich hier, ja, wahrscheinlich den Sieg holen. Wie gesagt, keinen Fehler machen. Er hat aber auch keinen Druck, also muss jetzt nicht komplett pushen. Die 10 Sekunden Vorsprung, da kann er sich auf jeden Fall ein bisschen was leisten, da pro Runde vielleicht zu verlieren. Aber wir sehen ja, er baut ja sogar den Vorsprung aus. So, Stefan Mons, na, der hat ein bisschen Luft nach hinten zu Daniel Anderson. Mal sehen, zwischen den beiden, na, ist der Pace-Unterschied nicht allzu groß. Eine Zehntel, eineinhalb Zehntel, die letzten 3 Runden gerade mal Unterschied. Also da ist er jetzt nicht in akuter Not, sage ich mal, zu verteidigen. So, Haf jetzt rein an Daniel Pei. Konradi war vorbeigegangen. Der ist da unten am Bildrand gerade nicht mehr zu sehen. Aber Daniel Pei muss jetzt hier sich gegen den nächsten wehren. Schauen wir mal, ob er das hinbekommt. Oder geht es jetzt hier in die Box rein? Der scheint. Oh, leichtes Missverständnis offenbar. Ja, alles gut gegangen. Aber jetzt ist natürlich der Lamborghini direkt dran. Mal sehen, ob der Windschatten hier zieht. 0,4, 0,3 Sekunden womöglich. Bisschen gerade haben wir jetzt, ja. Ist die längste gerade auf der Strecke. Aber reicht hier nicht unbedingt, um sich daneben zu setzen, wenn du nicht schon aus der letzten Kurve direkt am Heck bist. Wir sehen es auch hier, der BMW bleibt mal locker vor dem Lamborghini. Also keine Gefahr für Daniel Pei, zumindest in der ersten Kurve. Ein Tick weit gegangen, sehen wir immer mal wieder.
Aber wir sehen auch, dass man das nicht sofort ausnutzen kann hier als Hinterherfahrender. So, Matthias Weggel reingekommen. Eldery gewinnt damit erstmal eine Position. Damit haben wir schon fast die Hälfte des Feldes jetzt in der Box gesehen. Daher auch die Autos relativ gut auseinandergezogen. Müssen wir gleich noch ein paar Minütchen warten, bis dann alle drin gewesen sind. Und dann wird es sich wieder ein bisschen zusammenrobben. So, Dan Anderson kommt jetzt rein. Der Drittplatzierte. Also der Erste, der hier aus der Führungsgruppe reingeht. Berghold bleibt noch draußen, sehen wir gerade in der ersten Kurve. Stefan Monz noch draußen geblieben. Jason Götz auf der 4. Schauen wir mal, der müsste jetzt auch schon in der letzten Kurve sein. Auch Patrick Schröter bleibt noch draußen. Pierre Brückner, der sich da gerade überrunden lassen muss, glaube ich. Oder zurückrunden lassen muss. Vielmehr vom Ferrari, das ist ja der Wolf Gruber auf der 20. Der war auch schon in der Box, deswegen rundet er sich hier gerade zurück. Aber hat alles wunderbar funktioniert, wie wir sehen. Oh, Daniel Pall geht da geradeaus und nimmt mal die Styroporteile mit. Damit geht jetzt der Michael H. vorbei. Daniel Pall wird da jetzt hier abbiegen in die Box. Oder geht es noch weiter? Ne, geht weiter. Hat sich da leider verbremst und damit hier auf die 12 erstmal zurückgefallen. Michael H. wird sich drüber freuen. Kriegt hier die Position geschenkt. Muss aber auch noch in die Box kommen. Mal sehen. Ja, aber hier auch weiter nach vorne gekommen ist. Jetzt aktuell Boxenstopp unbereinigt. 9 Positionsgewinne zu verzeichnen. Wird womöglich nochmal einen Tick nach hinten gehen, wenn er wieder aus der Box kommt. So, Daniel Anderson. Die Boxenausfahrt dauert hier Ewigkeiten. Deswegen immer noch nicht auf der Strecke unterwegs. So, Daniel Anwand fährt auch gerade wieder weiter. So, Berghold bleibt weiter draußen. Monz kommt jetzt rein. Jason Götz. Der bleibt ebenfalls noch draußen, oder? Ah ne, kommt jetzt erst hier in die Kurve rein. Gucken wir mal. Da geht's auch rein. So, Patrick Schröter. Also, da vorne geht's jetzt so langsam in die Boxen rein. Das ist aber Wolf Gruber, wie gesagt, war schon drin. Ist jetzt der Matthias Weggel dran und der war auch schon drin. Das ist also Boxenstopp bereinigt hier. Standen schon so ein bisschen länger, 3-4 Sekunden, da gab es etwas zu reparieren. Hatten ja auch schon den ein oder anderen kleinen Kontakt. Und jetzt sehen wir hier, ja, dass der Ferrari noch nicht vorbeigekommen ist. Hat hier mal am Heck geschnuppert vom vom Audi natürlich. Auch da bremst er sich nicht rein. Also der ist da relativ geduldig. Manche würden da ja auf jeden Fall probieren, mal sich daneben zu setzen. Aber Wolf Gruber, der geht das Ganze ein bisschen mit Köpfchen an. Versucht da einfach Druck aufzubauen und vielleicht dann einen Fehler auszunutzen vom Audi-Piloten und sich dann die Position zu holen. Schauen wir mal, vorhin war Platz 14, Platz 15, sowas in Dreh rum. Aktuell auf der 19. Wir sehen es aber links im Tower. Ganz, ganz viele jetzt in der Box. Gucken wir mal, wenn alle draußen wieder sind auf der Strecke, wo er sich dann hier einordnen wird. Müsste aber irgendwo in den Top 15 landen. Wird er nicht mit zufrieden sein, natürlich heute. Aber versucht alles nochmal wieder nach vorne zu kommen. Mal schauen, ob es jetzt hier auch schon funktioniert. Ich glaube, Weggel, hat er da gerade geblinkt oder habe ich mir das eingebildet? War nicht in der gleichen Klasse. Aber trotzdem, ja, der will da Platz machen. Haben wir es gerade gesehen. Also Matthias Weggel lässt hier Christopher Wolf Gruber passieren. Und damit ist er jetzt hier vorbeigekommen. So, Berghold reingekommen, auch in die Box jetzt. Dann haben wir Nick Kleefeld auf der aktuell 2. Position. Das heißt, Stefan Monz, der müsste gerade rauskommen hier. Guck mal gerade, ich bin gerade kurz verwirrt. Stefan Monz, ja, der war drin. Berghold ist noch drinnen. Also müssen wir mal gucken, wo er rauskommt. Aber er hat ja 10 Sekunden Vorsprung. Sollte also locker reichen. So, Daniel Andersen ist noch dahinter. Also da hat sich auch nichts getan zwischen den beiden hier. 7 Sekunden Abstand. Götz, der drin war, dahinter, hat sich nichts getan. Patrick Schröter dahinter. Chris Haier. Nee, Quatsch, Remo Kipfer jetzt dahinter. Also in der Box hat sich nicht wirklich viel getan. Außer die Abstände ein bisschen größer geworden. Gucken wir mal hier, wobei Pierre Brückner, lass mich mal kurz schauen, der war doch hinter Schröter, wollen wir mich nicht täusche. Der hat hier womöglich ein bisschen was verloren. Kipfer, Haier könnten da vorbeigegangen sein, bin mir mal nicht ganz sicher, aber ich meine, das müsste ungefähr so hinhauen. Schauen wir mal hier, auf jeden Fall der Zweikampf zwischen Kipfer und Haier hier. Das ist Bronze gegen Silber. Also schauen wir mal, ob Remo Kipfer hier vielleicht auch dem Verfolger vorbeilässt oder ob er hier verteidigt auf der aktuell 11. Position. Thomas Schäfer hat reingekommen. Damit fehlen noch 2, 3 Autos jetzt nur noch.
So, Doppelführung für Freibeuter Racing Team sehen wir gerade. Die beiden Lamborghinis auf 1 und auf der 2. Zumindest mal für den Moment. Wird natürlich nicht so bleiben, keine Frage. Lukas Berghold kommt jetzt raus. Hier sehen wir da Überrundung. Ja, würde er sich auch hoffen, dass er da jetzt vorbeikommt. Jawohl, die 13 versucht er nicht nochmal gegenzuhalten. Macht ja auch wenig Sinn. Also Mons jetzt dahinter, immer noch mit ungefähr 10 Sekunden. Da hat sich also nicht wirklich viel getan. Sehr, sehr guter Boxenstopp von Lukas Berghold. 31,7 Sekunden Standzeit. So aktuell würde ich sagen, ja, der schnellste Boxenstopp. Wenn auch nur ein paar Zehntel. Aber auch das hat er richtig gut über die Bühne gebracht. Hat sich da keinen Fehler geleistet und wird damit auf jeden Fall auf der ersten Position gleich wieder unterwegs sein. So, Nick Kleefeld kommt rein. Mal gucken, ob sein Teamkollege ihm gleich folgt. Da müssen wir uns aber noch einen Moment gedulden, bis wir das wissen. Dann schauen wir mal weiter auf die Zweikämpfe vielleicht. Wolf Gruber immer noch nicht vorbeigekommen. Hier am... Achso, Weggel ist er vorbeigekommen. Genau, hatten wir gesehen, wurde vorbeigewunken. Jetzt ist er an Falk Moritz dran. Mal sehen, Falk Moritz ist ein Silberfahrer. Schauen wir mal, der ja auch gut nach vorne gekommen ist, wie wir sehen. 13 Positionen. Bin mal gespannt jetzt, ob er den Ferrari vorbeilässt oder ob er hier verteidigt. Das sehen die Fahrer ja, ob das die gleiche Klasse ist oder nicht. Aber ich meine hier zu interpretieren, dass er ihn auf der Innenseite durchwinkt. Jawohl, damit auf der 15. So, Michael Haab reingekommen. Kleefeld ist gerade drin. Ups, der Teamkollege. Damit fehlt nur noch Daniel Pei, der jetzt hier mal provisorisch auf die Position 1 geht. Der Suicide Crew Pilot. Ja, ich glaube, vom Team gibt es, glaube ich, noch zwei weitere Fahrzeuge, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Die sind aber heute wohl nicht dabei. Sind ja doch einige Fahrer nicht mit dabei. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele für die Serie angemeldet sind. Müssen aber weit über 40 Piloten sein, die hier theoretisch mitfahren. Aber heute, ja, doch deutlich weniger als sonst. Sonst haben wir da wirklich an die 40 Piloten regelmäßig dabei. Also da ist immer sehr viel los. Ja, aber hier auch nicht gerade langweilig. Da haben noch einige Zweikämpfe. Wir sehen es im Tower. Gleich auch wieder alles Boxenstopp bereinigt. Und dann geht es hier in die letzten 20 Minuten gleich rein schon. Haben wir schon gut was abgerissen hier an Zeit. So, Berghold sehen wir direkt dahinter, der da überrunden möchte. Sollte aber hier kein Problem sein auf der Geraden. Wir gehen mal zu Wolf Gruber rüber, der ist jetzt direkt am nächsten dran an Danny Anwand. Und das ist ja in seiner Klasse ein Gegner. Also die beiden Goldfahrer hier, da wird er also mal nicht vorbeigewunken. Jetzt muss er sich die Position auf jeden Fall erkämpfen. Wir gucken mal hier in die Zeiten rein. Ja, lassen vielleicht nicht ganz so gut vergleichen, wobei Wolf Gruber deutlich schneller ist die letzten beiden Runden. 35er Zeiten ist er gefahren gegen Danny Anwand. Also rein von der Pace deutlich, deutlich schneller. Ja, aber auf der Strecke musste physisch dran vorbeikommen. Wir sehen es, wie er es außen probiert hat. Musste aufpassen, jetzt nicht drauf zu donnern. Das sieht nach einer sehr, sehr engen Geschichte aus. Mal sehen, ob er jetzt hier vielleicht einen besseren Exit rauskriegt auf die Gerade gleich. So, positionieren, einlenken. Und dann schön aus Gas gehen. Kommt hier sehr, sehr gut raus, wie wir sehen, der Ferrari. Der wird sich da jetzt versuchen, dann eben zu drücken und dann auf der Innenseite vorbeizugehen am BMW-Piloten. Wolf Gruber jetzt auch mit der schnellsten Runde 35,6, zumindest in diesem Stint. Da geht's vorbei an der alten Unfallstelle von vorhin gegen Lukas Berghold oder mit Lukas Berghold. Und Danny Anwand immer noch mit 2 Positionsgewinn auf der 13 unterwegs. Aber Falk Moritz dahinter, der Silberpilot. Der könnte dann nochmal Anspruch anmelden. So, Daniel Pei auch drin. Damit haben wir alle Boxstops gleich hier absolviert. Gucken wir mal, wann er wieder draußen ist. Und dann gucken wir da mal auf die Position Deltas. Können sie noch ein bisschen was getan haben hier. So, ich gucke mal gerade, gibt es noch irgendwelche Strafen? Nur mal kurz in-game nachschauen. Sieht gerade nicht danach aus. Also auch bei den Boxstops scheint es weitestgehend alles funktioniert zu haben. So, Falk Moritz, jetzt kommt er da ran. Wir fahren mal mit hier beim BMW. Ja, war leider noch zu weit weg. Müssen wir gleich mal einen Zeitenvergleich machen, dann sehen wir da vielleicht mal... Ja, kann er schneller? Wir schauen mal. Ja, doch so ein Tick. Zumindest letzte Runde 2 Sekunden aufgeholt. Aber gut, da war ja auch das Überholmanöver von Wolf Gruber dabei. Gegenüber an Wand. Und davor, ja, haben die nicht so viel genommen. 2 Zehntel Unterschied. Also gucken wir mal, wie sich das hier entwickelt. So, Daniel Pei müsste auch wieder auf der Strecke sein. Na, noch nicht ganz. So ist er denn. Bewegt sich aber schon mal wieder. Michael Haab auf jeden Fall vorbeigegangen. Jetzt kann er hier aufs Gas gehen. Gucken wir mal. Thomas Scheffert ist hier auch schon auf der Stadtzielgeraden unterwegs. Aber das sollte für Daniel locker mal reichen, um auf der 18. Position wieder ins Renngeschehen einzusteigen. Eine Position hat er insgesamt verloren. Das ist unser Stichwort mal für die Position Deltas hier.
Gehen wir auf Kesaya vorne drauf. Und da sehen wir Bergold auf der 1 geblieben. Stefan Mons 2 Position gewonnen. Hat da natürlich profitiert von dem Vorfällen von Wolf Gruber, der auf der 11 inzwischen wieder unterwegs ist. Also hat da ein bisschen wieder was gewonnen. Aber 6 Sekunden zu Nick Lehfeldt. Also da ist so ein bisschen was zu gehen. Was fährt Nick Lehfeldt für Zeiten? Ah, lässt sich nicht so ganz sagen. War gerade erst in der Box. Also schauen wir mal, wie sich der Abstand da entwickelt. Wird aber nicht mehr so viel nach vorne gehen, möchte ich mal sagen. Schauen wir mal. Podium, wie gesagt, wird nichts mehr werden. Ja, Daniel Arning, 21. Position, hat hier 14 Positionen liegen lassen müssen. Der davon mit dem Unfall oder im Unfall verwickelt war mit einem Honda. Wahrscheinlich deswegen hier gut verloren. 38 Sekunden Standzeit plus eine DT hat er sich noch geholt. Das wird natürlich auch nochmal richtig schwer zu Buche schlagen. Dauert hier, wie gesagt, sehr, sehr lange, bis man einmal durchgefahren ist. Also dein Rennen heute, nicht optimal, muss man sagen. Nur noch Platz 21. Ja, aber ist schon mal direkt dran an Eldery. Das ist hier der Aston Martin, auch in seiner Klasse unterwegs. Also da geht es auf jeden Fall um direkte Punkte, um den direkten Platz hier. Bleiben wir vielleicht da mal einen Moment drauf, dann können wir gleich wieder nach vorne gehen. Na, gehen wir nach vorne zu Chris Haya, dran an Remo Kipfer. Ja, was wir sehen, guter Markenmix, während Lukas Bergold eine 35,6 gesetzt hat als schnellste Runde. Ferrari, Porsche, BMW, Lexus, Honda auf den ersten 5 Positionen. In den Top 10 haben wir des Weiteren noch ein Aston Martin, Audi und Lamborghini. Also sehr, sehr schön zu sehen. Das sehen wir ja im Moment nicht ganz so mit den neuen Autos, aber da wir hier ja noch mit den alten Autos weitestgehend fahren, ist das hier noch deutlich, deutlich durchmischter. Die Autos wurden am Anfang der Saison ausgewählt, durfte natürlich nicht gewechselt werden. Also das ist sehr schön zu beobachten. So, mal gucken, was sich da tut. Pierre Brückner kommt dann auch noch angefahren, der hier als Bronzefahrer sehr, sehr stark positioniert ist auf der 8. Position. Conradi derweil dran an Moldenhauer und Arning mit einer gelben Flagge. Oh nö, da läuft es ja gar nicht heute. Wie gesagt, er hat ja viele Positionen verloren und jetzt verliert er hier das Auto leider. Schauen wir mal. Das müsste Eldery direkt vor ihm gewesen sein, eine Position. Genau, und da ist diese Kuhle, die ich davon angesprochen hatte. Wenn man da zu weit innen anfährt, dann hebelt es das Auto hier aus. Und da sehen wir es, da geht es jetzt neben die Strecke. Ist jetzt mit 12 Sekunden Rückstand hinter Eldery. Und Oliver Braun hat ihn da noch im Blick. Ja, dahinter sehen wir die beiden Teamkollegen schon wieder. Diesmal sogar positionstechnisch direkt hintereinander, 2 Sekunden. Ja, gut, die Herr Sim Racing. Kollegen hier, der McLaren und der BMW. Dann haben wir noch Wolfgang Busch, das ist hier der Honda. War das der, der davon kollidiert war? Ich glaube ja, mit dem Ferrari von Arning. Roman Wagner mit 2 Positionsverlusten, der Aston Martin auf der 25. Ja, und dann ein Auto nicht mehr dabei und Alex Langhorst, der steht hier schon seit Runde 7 in der Box. Also schon sehr, sehr lange. Greift er nicht mehr ins Rennen ein. So, Angriff Kesaya gegen Kipfer, da geht er vorbei. Jawohl, und dahinter noch Pierre Brückner, der jetzt da aufgeschlossen hat. Also hier in den Top 10 geht es jetzt nochmal richtig gut zur Sache. Ein Pro-Fahrer gegen Silberfahrer gegen Bronzefahrer, auch sehr, sehr interessant. Also 3 Wertungsklassen hier, direkt im Dreikampf. Kesaya jetzt vorbeigekommen. Ja, mal sehen, ob er sich jetzt hier direkt absetzen wird. Remo Kipfer, der übrigens auch einen sehr, sehr guten Boxenstopp hatte. 31,7 Sekunden, ebenso wie Lukas Bergold auf der 1. Hat da also einen wunderbaren Boxenstopp absolviert. Jetzt muss er mal gucken, Pierre Brückner, der möchte da vorbeigehen. Mal sehen, ob er vielleicht vorbeigelassen wird oder ob da sich verteidigt wird. Wir bleiben mal dran. 3 Sekunden dahinter der nächste Zweikampf für 9 und 10, Guerra und Kleefeld. Was haben wir noch? 12, 13, 15, 16, 22, 23. Die beiden Teamkollegen. Also bleibt spannend hier noch für die letzte Viertelstunde. Wird nicht langweilig werden. Ja, müssen wir ein bisschen durchgehen. Ah, er ist dicht dran. Bleiben wir noch kurz einen Moment drauf. Patrick Schröter da oben, da unten vielmehr. Der kommt da auch immer näher. Beziehungsweise
da wird sich angenähert. Konrad gerade am Moldenhauer vorbeigegangen. Hier auf der Stadt Stiel. Oder kurz danach. Moldenhauer ist hier noch ein gutes Stück vor dem BMW. Da würde ich mal drauf tippen, dass er einen kleinen Fahrfehler gemacht hat. Hier ein bisschen zu weit gegangen. Und da konnte der Hintermann es tatsächlich mal ausnutzen. Geht da gerade so vorbei auf der rechten Seite der BMW-Pilot. Also Sandro Conradi müsste auch gut gewonnen haben. 11 Positionsgewinne. Auch ein sehr, sehr starkes Rennen hier vom Wippermann Racing-Piloten. Gehen wir wieder nach vorne. Haben einen schönen Vierkampf in den Top 10. Schröter, wie gesagt, der, ja, wenn er nach hinten schaut, da sieht er, dass die Lichter immer größer werden. Zumindest im Moment. Gucken wir mal jetzt aber, ob Pierre Brückner hier am BMW vorbeigeht. Davor wird es wahrscheinlich jetzt keinen direkten Zweikampf geben. Da müssen wir noch nicht direkt hingehen. Zahner geht gerade vorbei hier an seinem Teamkollegen McLaren. Denke mal, da ist man sich einig geworden. Ah, Pierre Brückner, glaube ich, kann schneller. Zumindest augenscheinlich. Schauen wir mal, was sagen die Rundenzeiten. Ja, beide 37,3 meistens gefahren. Aber klar, die fahren sehr dicht hintereinander her. Ab hier Brückner zumindest optisch kann er da Druck machen auf die nächste Position. Und genauso wie Grisai jetzt hier Druck macht, paar Meter davor, auch Patrick Schröter, der hier mit einem Positionsgewinn auf einer guten fünften Position unterwegs ist. Götz vorne auf der 4, relativ einsam. Podium, wie gesagt, wird wohl nichts mehr werden, wenn da nichts weiteres passiert. Allgemein da vorne. Ja, kein super spannendes Rennen, muss man leider sagen. Oh, er kommt da leicht aufs Gras. Da gibt es die Lichthupe von Grisaia. Möchte da vorbeigehen, zieht jetzt hier raus. Ja, da wird er jetzt noch keinen Angriff setzen, mehr Schwung hier in die Kurven reinnehmen. Bringt einem eher nichts, denn da ist nicht so viel Platz, um da wirklich, ja, sich vorbeizudrücken. Lieber darauf konzentrieren, vielleicht hier aus der nächsten Rechtskurve gut rauszukommen und dann im nächsten Abschnitt sich daneben zu setzen vielleicht. Haben wir heute ja auch schon ein, zwei Manöver gesehen. Ja, wird aber nicht reichen. Bleibt hier auf der Position Nummer 6. Falk Moritz auf der 13. Der macht hier Druck auf Danny Anwand. Ja, mal sehen, ob er da auch am BMW vorbeikommt. Matthias Weggel dahinter. 37er Zeiten fährt er hier ziemlich konstant. 37,3 ungefähr im Schnitt. Also konstant unterwegs. Und macht mal einen Zeitenvergleich zu Falk Moritz. Ja, tut sich nicht super viel. Hat hier und da mal eine Zehntel gewonnen. Aber immer noch 2,5 Sekunden hinter dem Zweikampf. So, Remo Kimpfer, schauen wir mal nach hinten. Pierre Brückner, ja, weiß, ob er nicht vorbei will, nicht vorbei kann. Er sich denkt, in meiner Klasse, ja, gewinne ich sowieso wahrscheinlich heute das Rennen. Wir können mal die Karte nochmal einblenden, da sehen wir das nämlich hier, die rote Plate. Der nächste Daniel Pei auf der 18 erst wieder. Also in seiner Klasse wird er heute, ja, wieder einen Sieg holen und damit seine Position in der Klasse weiter ausbauen können, seine erste. Sehr, sehr gut unterwegs. Also heute pace-technisch könnte er locker Silber mitfahren, wenn nicht sogar Pro. So, Kleefeld, der klebt nochmal an Helder Guerra dran. 0,4 Sekunden, Wolf Gruber dahinter. Na, Top-10-Ergebnis wäre aber noch drin. 12 Minuten hat er noch Zeit. Also ein paar Rundchen sind es noch. Aber ja, viel mehr wird es wohl nicht werden. Mal schauen. Wobei bis Position 5 ist auch gar nicht so weit. Wir haben da klar eine größere Lücke ab Position 8, 9. Da sind es 3 Sekunden. Aber sonst die Autos noch relativ dicht zusammen jetzt inzwischen wieder. Also wenn da ein bisschen was passiert, kann er sich nochmal kleine Hoffnung machen. Doch nochmal eine Handvoll Positionen. Ja, zumindest potenziell zu gewinnen. Wird nicht ganz einfach, wenn da keine größeren Fehler passieren. Aber vielleicht kann er sich jetzt hier schon mal den Lamborghini schnappen. Wir fahren mal mit. Hier auf der linken Seite ist er. Ja, da sehen wir den Lambo. Ja, Kurve 1 geht da jetzt auf die Innenseite rein. Jawohl, sauberes Überholmanöver, würde ich sagen. Ah ne, ist nicht Kurve 1. Vorletzte Kurve ist das. Sieht ja alles gleich aus irgendwie. Aber Wolf Gruber auf die 10. Position gegangen. Schönes Manöver. Und Guerra ist dann der Nächste, den er hier angreifen wird. Eine Sekunde. Und ja, der möchte auch nochmal weiter nach vorne kommen. Da oben sehen wir nämlich den Vierer-Train ab Position 5. Dann gehen wir mal drauf. Haya, Kipfer, Brückner, und Schröter vorne noch dran. Der sich hier, ja, erstmal behaupten kann auf der 5. Position. Der hat aber noch gut zu tun hier die letzten 10 Minuten gleich. Hier auch die Position zu halten. Die lauern da alle hinten. Also sehr, sehr spannend in den Top 10. Mittelfeld, Conradi Moldenhauer haben wir gesehen. 15, 16, da geht's auseinander. Zahner, Braun, Wolfgang Busch kommt jetzt noch mal ein bisschen ran. Hier, glaube ich, an Braun. Wir gucken mal den Zeitenvergleich. 1,40er fährt Oliver Braun. Wolfgang Busch fährt hier, ja, teilweise deutlich schneller. 1 bis 2 Sekunden. Also der, ja, wird da auch nochmal Braun angreifen können, denke ich, im Laufe dieses Rennens. Und die sind ja auch innerhalb einer Klasse unterwegs. So, Roman Wagner, bisschen abgeschlagen hier mit 72 Sekunden Rückstand. Der weiß, da ist heute nichts mehr zu holen. Wird jetzt hier die letzten Runden über die Bühne bringen. Berghold vorne, 11 Sekunden Abstand.
Und drückt da gerade mit einer gelben Flagge. Oh, oh, oh. Hat da jetzt da einiges an Position liegen lassen. Müssen Guerra Wolfgruber Kleefeld scheinen da jetzt vorbeigegangen zu sein. Das müsste die Dreiergruppe da oben im Bild gerade sein. Ah, da muss er ausweichen. Da wäre er sonst auf dem BMW draufgedonnert. Gut reagiert hier von Pierre Brückner. Aber er wird ihn natürlich trotzdem ärgern hier, dass er zumindest für die Gesamtwertung nochmal 3 Positionen verloren hat. Da sehen wir sie gerade wieder vorbeifahren. Und jetzt hier, ja, auf der 11 unterwegs. Aber wie gesagt, für seine Klasse macht das keinen Unterschied. Da wird er sich die Punkte holen heute. So, warten wir mal ab, was nochmal passiert hier auf den letzten Runden. Ihr seht ja, in Top 10 ist noch was los. Hinten hat sich auch weitestgehend jetzt doch sortiert. Busch. Na gut, ein bisschen Überrundungsverkehr gerade hier und da. Deswegen kommt er an Oliver Braun nicht so schnell ran. Kostet natürlich ein bisschen Zeit, wenn da ein schnellerer Fahrer kommt. So, Christopher Wolfgruber, mal schauen. Position 9, jetzt ist an Helder Guerra dran. Nick Kleefeld hat er direkt hinter sich. Vor ihm ein Silberfahrer. Mal schauen, ob es da, ja, vorbeigeht. Einfach so, oder ob er sich die Position erkämpfen muss. Hier in Top 10, da will man natürlich vielleicht doch eher mal bleiben. Schauen wir mal 0,1 Sekunde dran jetzt auf der Außenseite. Kann er sich da außen vorbeibremsen oder zieht er nochmal zurück? Davor sehen wir auch ein bisschen Überrundungsverkehr. Er versucht es hier außenrum, sich dann eben zu drücken. Oh, das war ganz knapp an der Kollision vorbeigeschrammt. Hat sich jetzt hier aber durchsetzen können. Helder Guerra hat da wohl auch etwas zurückgezogen. Denkt sich da, warum soll ich da, ja, die Kollision vermeiden, wenn es gar nicht mal ein direkter Gegner ist, sage ich mal. Position 3 für Helder Guerra in seiner Klasse zumindest. Also das will er hier nach Hause fahren. Der McLaren von Oliver Braun macht da gerade mal wunderbar Platz auf der Innenseite. Da können alle Autos vorbeigehen. Ja, Guerra ein bisschen weit gegangen. Nee, Kleefeld direkt dahinter. Also im Podium nur die Goldfahrer aktuell. Jason Götz, der beste Silberfahrer, würde sich da die maximale Punktzahl für die Klasse holen. Pierre Brückner auf der 11 wäre der Sieger der Bronzeklasse. So, jetzt haben wir noch 8 Minuten. Geht also langsam in die Schlussphase rein. Daniel Arning ist auch nochmal dran an Eldery. Machen wir hier mal den Zeitenvergleich. Ja, ist da deutlich schneller, kommt dann riesen Schritten an. Jetzt geht er auch weiter, Aston Martin Pilot. Also kein Problem dafür, Daniel Arning vorbeizugehen. Aber trotzdem sein Rennen heute alles andere als gut gelaufen. Position 20 nur. So, vorne die Vierergruppe auch ein bisschen auseinandergegangen. Also Patrick Schröter hat noch Chris Heyer im Genick, aber Remo Kipfer dann doch schon wieder 3 Sekunden dahinter. Wolfgruber jetzt auf der 8. Position nochmal 2,3 Sekunden. Und Guerra muss sich da gerade wehren gegen Nick Kleefeld. Der da, ja, weiß ich, war es Lichthupe oder war es ein Anzeigefehler? Weiß nicht genau. Auf jeden Fall hier wirklich nochmal ein schöner Zweikampf zwischen dem Audi und dem Lamborghini. Platz 9, Platz 10. Und dahinter Pierre Brückner. Mal schauen, ob er wieder rankommt. Der schien ja heute wirklich gut unterwegs zu sein. Aber hoffentlich dann, ja, hoffentlich noch weiter ohne Unfall, damit er da auch auf seiner ersten Position seiner Klasse bleibt. Ja, ein bisschen weniger als 7 Minuten noch. Berggold gerade im ersten Abschnitt unterwegs, 12 Sekunden Vorsprung. Mons kann sich von Andersen absetzen, Andersen von Götz wiederum. Also die sind da wirklich alle, ja, für sich nur unterwegs. Relativ, ja, langweilig. Zwischen Berggold und Mons hat man im ein oder anderen Rennen doch schöne Zweikämpfe gesehen. Heute leider blieb uns das verwehrt. Sehr, sehr schade eigentlich. Aber so wird Berggold wieder so ein paar Pünktchen gegenüber Stefan Mons für die Gesamtwertung gewinnen und dann auf der ersten Position bleiben. Ja, aber 3 Rennen sind ja noch zu fahren. Wie gesagt, wir sind noch unterwegs dann in 2 Wochen auf dem Ultenpark oder im Ultenpark. Paul Ricard das vorletzte Rennen und Rennen 10, dann nochmal Suzuka. Aber noch richtig gute und ja unterschiedliche Strecken vor allem auch. Eine bisschen holperiger, bisschen mehr Kurven, bisschen mehr hoch runter. Bei der anderen haben wir eine sehr, sehr lange Gerade. Suzuka ist dann auch wieder mit sehr, sehr viel Kurven verbunden. Geht auch nicht immer so einfach dazu überholen. Oh, leichter Dreher hier von Nick Kleefeld. Kriegt er Oversteer und jetzt geht Pierre Brückner noch vorbei. Oh, der fast noch erwischt. Noch gerade gut gegangen. Das muss er warten. Steht er auf der Ideallinie. Jetzt hat er hier den Weg gefunden aufs Gras. Jetzt muss er aufpassen, dass er nicht wieder weiter wegdreht. Weggel geht vorbei. Moritz geht vorbei. Anwalt geht vorbei. Und Conradi, ja, der wird dann nicht mehr profitieren. Der ist noch ein Stück weg hier. Ah, sehr, sehr schade hier. Vor allem gegen Danny Anwalt hat er jetzt die Position verloren. Direkter Konkurrent. Moritz Weggel
Deckel haben da, wie gesagt, auch nochmal profitieren können. Hier die beiden Silberpiloten. 2,5 Sekunden trennen die beiden. Also Falk Moritz jetzt doch mit 15 Positionsgewinn. Hälfte des Feldes hat das also hinter sich bringen können. Sehr, sehr starkes Rennen hier. Wolf Gruber geht gerade vorbei in den drei letzten Kurven hier an Remo Kipfer. Gehen wir nochmal hier ins Replay zurück. Schauen wir mal, was da passiert ist. Da war auch noch eine Überrundung dabei. Hier der BMW. Der hat aber, glaube ich, Platz gemacht. Ah, da hat sich Wolf Gruber auf die Innenseite gesetzt. Hat er vorhin auch schon mal gemacht. Also da hat er eine gute Stelle für sich gefunden, um da mal eine Position zu gewinnen. Hat jetzt hier sich Position 7 geholt. Also wie gesagt, mit ein bisschen Glück geht es tatsächlich noch Richtung Top 5. 3,5 Sekunden zu Kresaja, der da vielleicht nochmal in den Zweikampf mit Patrick Schröter geht. Der hält sich hier aber weiterhin auf der 5 ganz gut. Abstand zwar relativ gering, aber bleibt auch recht konstant. Ja, letzten drei Runden nur eine Zehntel ungefähr Unterschied. 37er Zeiten fahren beide. Also da muss er eigentlich nur sauber zu Ende fahren, in Anführungsstrichen, der Patrick. Und dann, ja, wird's was mit dem fünften Platz heute. So, letzten vier Minuten brechen an. Lukas Bergkoll geht gerade über die Linie. Also da haben wir jetzt noch drei Runden vor uns. Die letzten drei Runden angebrochen. Das heißt, wir haben dann am Ende 37 Runden absolviert. Vorne jedenfalls. Einige, ja, haben bisschen an Zeit verloren, wurde auch schon mal überrundet, vor allem auch durch die eine oder andere Strafe vielleicht, wobei die Strafen sich tatsächlich heute sehr, sehr in Grenzen gehalten haben. Guck mal kurz, drei oder vier waren es maximal, also nicht wirklich viel, ich glaube aktuell hat auch keiner eine Strafe noch offen, ich schaue mal kurz nach, nope, keiner hat eine Strafe offen, also ein sehr, sehr strafenarmes Rennen, aber ist ja auch in Ordnung so, dann bleibt das Feld noch eher mal zusammen, aber wir haben es gesehen, da gab es noch ein paar Unfälle. Wir haben auch leider abgestellt, wie gesagt, müssten jetzt noch 25 Autos auf der Strecke aktiv sein. Na, Kresaja ist nochmal 0,5 Sekunden dran. Der hat nochmal zu tun auf die letzten paar Runden. Im Gegensatz zu vielen, vielen anderen hier, die nur noch zu Ende fahren werden. Aber hier geht es nochmal um eine Position. Gesamt und in der Einzelwertung sozusagen. Wolf Gruber Kipfer. Na, schau mal Wolf Gruber, ob er da jetzt wegkommt. Und dann haben wir Anwand und Moritz nochmal auf der 11 und auf der 12. Busch und Braun hinten. Na, gucken wir da mal ganz kurz rein. Da haben wir nämlich den Honda und den McLaren. Was sagen da die Rundenzeiten? Ja, mal so, da war wahrscheinlich viel, viel Überrundungsverkehr mit drin. Lässt sich gerade schwer vergleichen, aber 1,2 Sekunden trennen die beiden Fahrzeuge nur. Roman Wagner dahinter 80 Sekunden, also da noch weiter verloren. Jetzt hat es hier gekracht zwischen Anwand und Moritz. Gucken wir mal rein, Wengel gewinnt dadurch gerade zwei Positionen. Mal gucken, Moritz dahinter, Anwand davor. Da war das schon noch relativ groß eigentlich. Also muss wahrscheinlich ein Fehler passiert sein vom Vordermann. Und dann dahinter, man konnte nicht ausweichen, der kriegt da Oversteer und da kann der BMW nicht wirklich reagieren. In der Kurve geht er auf die Bremse, dreht sich aber selber nochmal weg. Da außen geht Wengel vorbei, der hat da jetzt profitieren können. An Danny Anwand ist dahinter, Kleefeld dahinter, Falk Moritz. Ja, leider dann nur noch 13 Positionsgewinne. Ein kleiner Wermutstropfen hier für sein Rennen heute. Hatte da am Anfang gleich mal 9 Positionen gewonnen. Hat sich das Ganze hier auf 15 Positionsgewinne ausbauen können. Und jetzt hier, ja, leider einen kleinen Unfall gehabt, wo er nicht viel machen konnte. Hiermit auf der 14 unterwegs. Aber trotzdem in Summe ein sehr, sehr gutes Rennen. Ja, konnte keine Qualifying-Zeit setzen. Weiß es nicht genau, ob er nicht konnte oder nicht durfte. Aber womöglich, ja, wäre ein bisschen weiter vorne gestartet. Und da wäre dann eine bessere Position vielleicht auch noch drin gewesen, hier als Silberpilot. Aber Platz 14, ja, auch nicht so schlecht, wenn man von hinten gestartet ist. So, eine Minute noch. Wo ist Lukas Bergold? Der wird gleich in die letzte Runde reingehen. Geht jetzt in den letzten Sektor und dann noch eine Runde ist zu gehen. Sprich, auch hier für die Piloten, die wir gerade sehen, eine Runde und der Rest von dieser. Und dann haben wir das siebte Rennen bei Oval Sim Racing im Sprint Cup auch schon wieder hinter uns gebracht. So schnell kann es gehen. Heute ein bisschen übersichtlicher das Feld. Wie gesagt, dann hoffentlich nächste Woche wieder ein paar mehr Fahrzeuge dabei. Dann hat man wieder, ja, ein bisschen Zeit gehabt, um sich ans Auto zu gewöhnen nach dem Update. Das nächste Rennen ist ja dann in 2 Wochen. Sollte dann also wieder etwas voller werden, hoffen wir mal. So, so lange bleiben wir mal drauf. Ja, Lukas Bergold jetzt hier 40 Sekunden vor Schluss über die Linie. Also letzte Runde ist angebrochen. Die beiden haben jetzt noch 1,5 Runden vor sich. Schauen wir mal, ob Kresaja jetzt hier nochmal vorbeikommt. Oliver Braun-Busch hinten. Ja, da war auch nochmal ein Zweikampf. Der McLaren jetzt hier vielleicht doch nochmal eine Position weiter. Da geht es nämlich ja auch nochmal in der Einzelwertung um eine Position, um Punkte. Das sind die beiden letztplatzierten Bronzefahrer hier.
Wolfgang Busch auf der 23 mit der 568 und Oliver Braun mit der Nummer 3. Ja, jagt ihn hier gerade. Dahinter kommt noch ein Freibeuter Racing Lamborghini, der da jetzt nochmal noch vorbeirunden möchte, eventuell. Ja, muss man sich überlegen, ob man da jetzt eingreift in den Zweikampf. Wenn das für einen selber um nichts mehr geht, dann kann man vielleicht auch einfach nur hinterherfahren und sich da nicht unbedingt einmischen. So, Guerra Kipfer. Ach, wird auch nicht mehr viel passieren, glaube ich. 1,8 Sekunden sollte eigentlich reichen für die letzte Runde. Patrick Schröter. Auch da sollte es normalerweise reichen. Hat hier im zweiten Stint ja, sehr, sehr gute Performance geliefert. Hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Hatte ja zwischenzeitlich mal 3 Autos hinter sich. Im Moment ist es nur noch ein direktes Auto. Also das wird er hier doch hoffentlich mal über die Bühne bringen. Und dann ist er von der 6 auf die 5 gefahren. Wir gehen mal zum Lukas rüber. Der kommt nämlich gerade jetzt hier das letzte Mal durch die letzten Kurven. Holt sich damit den 3. Sieg in dieser Season. Wird den Abstand und den Vorsprung in der Gesamtwertung ausbauen. Kessai ist doch nochmal vorbeigekommen. Da müssen wir natürlich nochmal reinschauen. Oh, hat Patrick Schröter sich jetzt doch einen Fehler geleistet. Das war ein paar Sekunden, nachdem ich sagte, er hat hier eine gute Performance hingelegt. Sehr, sehr schade. Na, hier wahrscheinlich rausgerutscht. Ja, da sehen wir es. Das war sehr knapp. Da geht Kessai ja gerade noch so vorbei auf die 5. Position. Also doch nochmal eine Position gewonnen. Also Lukas Bergold ist über die Linie. Dann haben wir Stefan Mons auf der 2. Position. Nicht viele Zweikämpfe gehabt. Daniel Andersen auf einer starken 3. Position hier auf dem Podium. Jason Götz, haben wir gesehen, hat sich da auch nach vorne kämpfen können. Eine Position insgesamt hat er sich da ergattern können. Ist der Sieger der Silberwertung heute. Wolf Gruber versucht hier nochmal Schröter anzugreifen, der hier fast nochmal eine Position verloren hat. Da gibt es die Lichthupe. Das hat diesmal aber nicht gereicht. Wolf Gruber da immer mal wieder probiert beim einen oder anderen Konkurrenten. Aber hier Position 7. Na, immerhin muss man sagen, hätte da auch ums Podium und vielleicht sogar um den Sieg fahren können. Also, der wird da nicht zufrieden sein. Auch hier mit der letzten Aktion haben wir nicht ganz jetzt gesehen, was da passiert ist. Aber wird da, ja, nicht die allerbeste Laune, wie gesagt, heute haben. Dann haben wir auf der 10, das ist der Sieger der Bronzeklasse hier, Pierre Brückner. Ja, wäre noch weiter nach vorne gegangen, hatte dann leider nochmal einen kleinen Vorfall, nochmal 2, 3 Positionen verloren. Aber holt sich hier trotzdem die volle Punktzahl für die Bronzeklasse. So, haben wir dann noch 2 Kämpfe. Moritz, auch einer der größten Gewinner, was zumindest mal die Position angeht. Hier ein bisschen beschädigt unterwegs. Moin Frozen mit 13 Positionsgewinn, kommt er ins Ziel. Und damit, ja, im Mittelfeld sozusagen unterwegs, auch in seiner Silberklasse. Und damit, ja, sind wir auch schon durch. Alle hier, ja, im Ziel. Und damit haben wir das Rennen auch schon hinter uns gebracht. Lukas Bergold und Co. werden sich gleich hier nochmal aufstellen. Auch nochmal ein schönes Bild zum Abschluss. Und dann, ja, rate ich euch gleich mal weiter. Wollen wir gleich mal gucken, wen wir noch da so im Netto haben. Ah, ich würde sagen, wir gehen mal kurz ins Studio rüber. Ja, dominant, genau. Sehr, sehr stark, aber Ferrari scheint hier auch ziemlich gut zu gehen. Mann, mein Licht geht heute aber auch wieder super. Ja, also, das 7. Rennen haben wir hinter uns gebracht. Ja, waren nicht ganz so viele dabei heute, wie gesagt. Hatten aber doch den einen oder anderen schönen Zweikampf. Start lief doch ziemlich gut. 1, 2 Berührungen gab es da mal. Auch während des Rennens hatten wir da ein paar Berührungen. Ja, ein paar Pechvögel hatten wir dabei. Wie gesagt, Wolf Gruber da leider, ja, vorne mit dabei gewesen. Dann 1, 2 Unfälle gehabt, beziehungsweise Dreher gehabt. Und dann am Ende nochmal, ja, 7. geworden. Wie gesagt, in 2 Wochen geht es dann weiter. Da sind wir dann Ultenpark unterwegs. Wieder eine ganz andere Strecke. Eine sehr schöne Strecke, wie ich finde. Sehr holperig, sehr kurvig, relativ eng. Gucken wir mal, ja, ob wir da dann auch vorne wieder schöne Zweikämpfe bekommen. So, dann schaue ich mal, wo ich euch weiterhin schicke. Was fährt denn hier gerade noch? Wird hier noch gefahren? Na, ich kann euch noch zu LFM rüberschicken. Da sind noch 4 Minuten Pro Series. Könnt ihr euch da nochmal das Finale zu Gemüte führen. Ansonsten, ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Olof, danke auch für den Follow, falls ich es vergessen habe, sollte zu erwähnen. Aber ich glaube, ich hatte es erwähnt. Wir sehen uns dann am Samstag bei 10 Stunden Kota bei Racing Quest. Morgen wird es keinen Stream geben. Aber Samstag haben wir dann ein bisschen wieder Endo-Action am Start. Sonntag ist dann auch das LFM Endo. Da werde ich aber selber fahren, werde ich auch wieder streamen. Also schaltet da auch gerne ein. Ich schicke euch weiter zu LFM. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und dann sehen wir uns am Samstagmittag wieder. Bis dann. Ciao, ciao.